Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu unserem ersten The Legend of Zelda Podcast. Diesmal eine kleine andere Konstellation, wenn ihr so wollt. Also die Pummi, die ist natürlich auch wieder da. Sag Hallo Internet. Hallo Internet! Der Seefitz und der Vincent, falls ihr euch wundert, sind diesmal nicht dabei, denn die haben nämlich absolut keine Ahnung von Zelda. Und wir wollen natürlich hier auch Kompetenz dabei haben. Und deswegen habe ich mir den kompetentesten Zelda-Fan dazu geholt, den ich überhaupt nur kenne. Es gibt, denke ich, keinen anderen, so zumindest aus meiner Perspektive, in meinem beschränkten Sichtfeld, der mehr Ahnung von Zelda hat, außer ich. Und das ist der Turian Tourist. Vielen von euch oder einigen von euch wird er vielleicht bekannt sein als Vize-Admin im Pirate Board, der ja dort immer sehr viele Sachen macht und uns erst kürzlich einen wunderbaren neuen Forenstil das neue Foren-Update beschert hat. Und er war auch, glaube ich, eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob du es immer noch bist, aber du hast auch mal News geschrieben für Zelda Europe, glaube ich, ne? Genau, News und Lösungen für Zelda Europe. Einige Jahre lang gemacht, inzwischen nicht mehr. Ja. Aber ich habe zumindest noch einen eigenen Blog zum Thema Zelda, nennt sich Hyrule Blog, wo ich immer genau. So noch regelmäßig zu neuen und alten so meine Meinung abgebe. Wer das lesen will, ist auch auf Englisch, aber trotzdem gut. Ja, doch, sehr guter Blog tatsächlich zum Thema Zelda, finde ich immer sehr gut. Da er auch immer sehr schön detailliert diese kleinere Sachen reinschreibt und sich darüber aufregt, die man nur versteht, wenn man wirklich Stunden um Stunden in solche Spiele investiert. Wie das bei Hyrule Warriors irgendwie das und das Item schwer zu bekommen ist oder was auch immer. Das ist sehr gut zu lesen und hat einen sehr schönen Schreibstil. Und ich verlinke den Blog natürlich auch unter dieses Video. Und wer da Bock hat, schaut da mal rein. Also, es ist schön, dass wir es geschafft haben, uns hier wieder mal hinzusetzen. Ich glaube, das wird heute ein langer Tag mit dem Podcast. Und wir steigen direkt ein. Das erste Spiel, wie könnte es anderes sein, jetzt für unseren Zelda-Podcast natürlich das Original, damit, womit alles angefangen hat, The Legend of Zelda für das NES. Möchte direkt einer von euch dazu einsteigen oder soll ich nochmal mit meiner Stimme euch ein bisschen weiter beschallen? Du machst das so gut, mach euch ja, weiter. Ja, fangen wir euch erstmal an. Okay, gut. Das allererste Zelda kam raus 1986 in Japan. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dann, wann kam es bei uns raus? Weißt du das, TT? Ein Jahr später, glaube ich, 87. Ah, okay, ein Jahr später. Gut, da 87, 86, da waren Pumi und ich nichts weiter als ein Funkeln im Auge unserer Väter. Oh ja. Da waren wir noch gar nicht da. ich übrigens schon. Ich bin im selben Jahr geboren wie das Zelda-Spiel. Das muss Schicksal sein. Das ist Schicksal, auf jeden Fall. obwohl es so alt ist, muss ich tatsächlich sagen, ohne Scheiß, das allererste Zelda war das allererste Videospiel, was ich jemals gespielt habe. Ich habe ganz, ganz dunkle Erinnerungen, wie meine Tante mit meinen Cousinen mal bei uns zu Besuch war, beziehungsweise bei meiner Oma geschlafen hat. Und Pumi wird sich vielleicht daran erinnern, früher, weil denn für die Zuhörer, die es nicht wissen, Pumi ist meine Cousine übrigens. Vetternwirtschaft hier. Ja, auf jeden Fall. Da waren die zu Besuch und die haben halt immer oben bei meiner Oma halt geschlafen, im ersten Stock. Und sie hatten auch immer, weil du die Kinder natürlich bespaßen musst irgendwie und du als Elternteil ja auch keinen Bock hast, wenn du irgendwo anders bist, dich die ganze Zeit um die zu kümmern und das auch nicht kannst, dann haben die immer eine Konsole mitgebracht. Und die hatten halt das allererste NES. Und ich weiß noch, ich kann mich wirklich auch noch ganz dunkel daran erinnern, ich muss gerade mal 3 oder 4 Jahre alt gewesen sein. Und damals war es dann wahrscheinlich auch schon wieder alt. Also das Ding da war, deswegen haben sie wahrscheinlich das NES mitgenommen und nicht dann das Super Nintendo oder so. Weil die alte Konsole trägst du ja eher mit rum als die neuere. Und ja, da stand halt so ein komischer Kasten. Und meine älteren Geschwister, die saßen halt davor. Und ich war da auch ganz fasziniert von diesen flackernden Farben, die da auf dem Bildschirm waren. Und hörte halt nur die wunderbare Melodie von Zelda und wollte dann auch unbedingt spielen. Ich glaube, ich wollte es einfach nur machen, weil die großen Kinder das auch gemacht haben. Ich wollte mit dazugehören, hab da irgendwie rumgedrückt, hab auch überhaupt nicht verstanden, was ich da mache. Hab irgendwelche Octoroks getötet, war dementsprechend schon mal besser als Eiji Onuma, weil der das nicht hinbekommt. Und das war tatsächlich mein Anfang. Ich habe dann Zelda, Videospiele
ja, links liegen lassen. Ich war ja wirklich noch ein ganz kleines Kind, wurde dann später wieder rangeführt mit einem Gameboy, als wir den dann irgendwann im Haus hatten mit Tetris und Super Mario Land. Und dann, ja, ging das alles seinen Lauf. Aber tatsächlich wirklich, das allererste Zelda war das allererste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ja, Nice, da ja, passt ja. das ja. Das passt auch. Auch das muss Schicksal sein irgendwo. Wahrscheinlich. Bei mir war das tatsächlich nicht so. Mein Anfang kam mit Link's Awakening auf dem Gameboy. Dazu kommen wir ja noch später zu sprechen. Jo. Und danach erst habe ich mir von einem Schulkameraden, der ein Nintendo hatte, ein NES, den ausgeliehen mit Zelda 2 zuerst und danach dann das erste Zelda-Spiel. Ah. Also relativ spät im Vergleich dann vielleicht so. Aber ja. Ein schönes Spiel, heute noch sehr cool. Ich habe es erst dieses Jahr nochmal durchgespielt. Zum Jubiläum, zum Meinst 30-Jährigen. du jetzt wirklich das erste Zelda, meinst du? Genau. Ja. Ich hatte jetzt schon seit längerem, jetzt wo ich umgezogen bin, baue ich mir hier in meinem Aufnahmeraum, whatever, baue ich mir hier mein Nintendo-Zimmer zusammen. Und ich habe mir jetzt hier so eine Kommode geholt, wo ich die ganzen alten Nintendo-Konsolen habe. Und bin jetzt tatsächlich dabei, nach und nach wieder die ganzen alten Konsolen und Spiele nachzukaufen, die ich damals, weil ich einfach dumm war, auf dem Flohmarkt verscherbelt habe als Kind. Und mir fehlt auch nur noch ein NES. Dann habe ich alle Konsolen von Nintendo wieder beisammen. Und dann möchte ich auch wirklich dann Zelda nochmal im Original wirklich spielen. Und das ist jetzt ein längeres Projekt. Deswegen bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, das jetzt vorher nochmal zu spielen. Aber ich habe es damals auch nochmal gespielt. Es gab, glaube ich, als Wind Waker rauskam, gab es so eine Promo-Disc, wo Die irgendwie alle Spiele mit dabei waren, ne? Collector's Edition. Nicht alle Genau. Spiele, da waren bloß 4 Stück. Also A Link to the Past war nicht mit dabei zum Beispiel. Die Idee war, dass man damals auf dem GameCube alle Zelda-Spiele spielen konnte in irgendeiner Form. Entweder über den Gameboy-Player oder mit dieser Disc Ja. oder halt mit dem, was es sonst auf dem GameCube gab. Ja, genau. Ja, und da habe ich halt das allererste Zelda auch durchgespielt auf dem GameCube. Und das ist jetzt aber auch schon wieder, boah, ich glaube, fast 10 Jahre her. Von daher, naja, wird mal wieder Zeit, dass ich es nochmal wieder neu mache. Ne? Pummi, wie sieht das Ja, mit dir aus? also wie gesagt, du hast ja gerade die wunderschöne Story erzählt, wie wir bei euch zu Besuch waren oder und dann da so ein bisschen gezockt haben. Ich kann mich, um echt zu sein, kaum daran erinnern, weil ich einfach so klein war. Ich kann mich daran Du bist ja erinnern, noch mal jünger als ich, von ja daher, eben. wie soll das gehen? Und ich konnte ja auch nicht mal lesen oder so, deswegen habe ich natürlich jetzt nicht dann unmittelbar damit anfangen können. Ich bin wahrscheinlich mal, habe ich den Controller in die Hand genommen, bin rumgelaufen, habe das Interesse daran verloren, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Aber ich erinnere mich noch daran, dass ich zugeschaut habe, wie meine ganze Familie versucht hat, die Rätsel zu lösen. Also das war eigentlich auch immer ziemlich lustig. Und ich habe tatsächlich vor, boah, 4, 5 Jahren das allererste Mal angefangen. Bin aber nicht besonders weit gekommen. Ich habe es nämlich auf dem Laptop von meinem Ex-Freund und das, ja, es vergammelt da jetzt, ne? Ja. Nee, ja, also ich finde auch, wenn man das so in sehr jungen Jahren spielt, das erste Zelda, ich glaube, das ist auch zu schwer. Also Oh ich ja. glaube, als junges Kind kannst du das nicht schaffen. Das ist nicht so wie Super Mario oder sowas. Auch gerade, wie du schon sagst, erstmal wegen den Rätseln, die ja darauf gehen wir vielleicht nochmal später drauf ein, was für uns Zelda ausmacht, aber es ist ja wirklich ein krasses Aushängeschild der Serie, die Rätsel. Na Und gut, ich ist ja glaube. aber beim ersten Spiel noch nicht so groß Rätsel. Also jetzt nicht so in diesem typischen Sinne von den modernen Zelda-Spielen. Ja. Sind sie mehr so Irrgärten und Sachen suchen, Secrets finden. Aber weniger jetzt irgendwo ein komplexes Puzzle lösen. Ja, Das hast du eigentlich in das. dem Spiel nicht. Ja, also ich meine, es ist schon richtig, was du sagst. Also, das ist natürlich nicht so, dass du da, wie bei späteren Teilen, dass du da erst einen Gegenstand bekommst und dann eine Melodie lernst. Mit dieser Melodie und den Gegenstand musst du kombinieren und mit denen und den Raum das und das zu machen. Aber trotzdem, du hast da ja zum Teil irgendwelche Blöcke, die aussehen wie andere Blöcke und du musst wissen, dass du diesen einen Block verschieben kannst, damit dann da Ja, was eben, aber passiert. das war mir so eine Art Sucherei. Es ist auch einer der Probleme, mit denen ich in dem Spiel sehe. Du konntest halt, überall konnte sich was verstecken, auch unter den Bäumen. Aber bis da als Kind habe ich da jeden Baum hast du versucht, einzeln abzufackeln, um zu gucken, ob darunter eine Treppe ist. Teilweise war ja dann unten, hast du einen Herzcontainer gefunden auf einmal. Das war Ja, mehr so klar. dieses Suchprinzip in dem Spiel, weniger als jetzt ein Rätselprinzip. Also Ja, gut. du hast jetzt keine komplexen Schieberätsel, wie es in späteren Zelda-Spielen. Du hast einen Block, überprüfst halt jeden Block, ob du den verschieben kannst. Und wenn du den verschieben kannst, dann öffnet sich halt irgendwo eine Geheimtür, aber das war's. Ja, Das gut, ist das halt stimmt schon. so das Problem, wenn du damals, zu der Zeit hatte ich noch kein Internet,
Und du musstest da wirklich dann die Zeit nehmen und da alles Mögliche ausprobieren. Ich hatte teilweise nur so von der, damals gab es dieses Club Nintendo, das erschien so alle 3 Monate, war so eine kostenlose Werbebroschüre in Heftform, wo Nintendo halt entweder Spiele beworben hat oder auch für andere Spiele so Lösungen mit reingestellt hat. Und da habe ich teilweise von, in den ersten Zelda-Spielen, so Karten gehabt von einigen Dungeons, zum Beispiel Level 5 war mit drin. Da konnte ich so ein bisschen, nachgucken, okay, da findest du das, das und das. Aber den Großteil des Spiels musste ich mir auch selber erarbeiten. Und das dann wirklich war so eine Art Detailarbeit. Ja, klar, das ist auch generell ja krass. Das ist, ich meine, ich finde, oder ich glaube, spätere Generationen, die jetzt erst mit Videospielen groß werden und die Anfänge gar nicht mitbekommen haben, die werden das nie so wahrnehmen wie unsere Generation, weil wir damals einfach kein Internet hatten. Heute kannst du ja innerhalb mit deinem Smartphone, von du sitzt vorm Rechner oder vom Fernseher, zockst du irgendwas, ich komme nicht weiter, warte mal. Googlest das, 2 Minuten später hast du die Lösung und läufst da weiter. Und das ging halt früher wirklich nicht. Ne? Da musstest früher hast du dich mit deinen Freunden auf dem Schulhof darüber ausgetauscht. Ja, also, ja, genau. Da hat man über Zelda geredet, oh, da habe ich das und das gefunden, hast du das und das gesehen. Was man vielleicht heute über Internetforen macht, auch so sich auf Game FAQs, schaue ich da, tausche ich mich über Harald Warriors aus. Das hat man ja früher auf dem Schulhof gemacht, das war aber ein sehr begrenzter Rahmen. Natürlich haben es dann nur wenige gespielt. Ja, klar. Es ging auch irgendwie. Irgendwie hat man es auch geschafft. Ja, nichtsdestotrotz, also, Entschuldigung. Nein, also sag ruhig, bitte. Ach so, ja, nichtsdestotrotz konnte man trotzdem Hilfe bekommen. Und zwar hatten wir das nämlich auch beim allerersten Teil, woran ich mich noch erinnern kann. Wir hatten halt die Zeitschrift zur Verfügung und damals hatte Nintendo noch eine Hotline. Da konnte man anrufen und sagen, ich komme im Level so und so von Zelda nicht weiter. Was ist los? Und dann war da diese nette Frau und sagte, versuch mal, da diesen Stein zu schieben. Und das Lustige war, ich weiß nicht mehr, ob das das allerletzte Dungeon war oder so, ich kann mich halt überhaupt nicht daran erinnern, kaum. Da sollte man dann irgendwie so einen Stein verschieben und dann kam man zum Endboss. Und das ging bei uns einfach nicht. Unser Zelda hatte einfach einen Bug. What? Ja. Oder ihr habt einfach den falschen Stein. Nee, wir haben ja extra bei dieser Hotline angefangen, haben dann jeden Stein versucht zu schieben vor diesem Raum. Und es ging einfach nicht. Wir sind also niemals da weitergekommen. Das ist ja krass. Ja, vielleicht wart ihr auch einfach in einem falschen Raum oder die Hotline hat das falsch erklärt. Ich schwöre dir, wir waren nicht im falschen Raum. Da haben ungefähr 5 Leute gemeinsam dran gesessen. Also ich glaube schon, dass ihr im richtigen Raum wart, aber vielleicht war die Hotline so doof. Vielleicht musstest du vorher noch übrigens, was machen. Manche Blöcke lassen sich nur in eine bestimmte Richtung verschieben und vielleicht ist es auch daran gescheitert. Ich glaube, es war vielleicht einfach nur so einen Block nach vorne schieben. Also es war wirklich nicht viel. Ja, aber manche Blöcke, es ist tatsächlich so, dass manche Blöcke kannst du nur in eine ganz bestimmte Richtung schieben und den anderen geht's nicht. Da musst du wirklich von allen 4 Seiten erstmal probieren, bis sich dann vielleicht die Geheimtür öffnet. Das ist auf jeden Fall mysteriös. Wir werden es heute nicht mehr rausfinden. Aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich tendiere darauf, dass die Frau in der Hotline vielleicht euch einfach Scheiße erzählt hat. Weil ich denke auch, wenn da ein Block ist, ihr werdet so schlau gewesen sein, den von allen Seiten zu verschieben. Ihr werdet so schlau gewesen sein, zu sagen, ja, wir sind in dem und dem Raum. Ich glaube einfach, die Hotline hat Scheiße erzählt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es die Hotline heute nicht mehr gibt. Weil die Leute in die Irre geführt wurden. Ich glaube, ja. Das liegt eher am Internet. Denke ich auch, aber ist nur eine Mutmaßung. Ja. Naja, jedenfalls, ja, krass, dass es das damals gab, aber die wenigsten Leute werden so eine Hotline angerufen haben. Die meisten Leute werden sich da so durchgebissen haben durch so ein Spiel. Und ich weiß nicht, TT, möchtest du generell was zu dem Gameplay vielleicht oder zu dem Schwierigkeitsgrad oder irgendwie sowas von dem ersten Zelda vielleicht mal sagen? Also prinzipiell, ich finde, es spielt sich heute auch noch recht gut. Also ich habe es ja dieses Jahr nochmal durchgespielt zum 30-jährigen Jubiläum. Dafür habe ich zwar die Virtual Console benutzt, wo du dann auch so zwischenspeichern kannst, das ist ein bisschen bequemer. Da kann man das Spiel auch mal durchspielen, ohne zu sterben, aber im Prinzip macht es noch Spaß und es ist teilweise ein sehr knackiger Schwierigkeitsgrad, der vor allen Dingen halt durch die teilweise sehr bösartigen Gegner entsteht. Du hast da zum Beispiel diese Dark Nuts, diese Ritter, die sich da sehr schnell durch den Raum bewegen und immer so relativ plötzlich die Richtung wechseln. Und du kannst die halt nur von hinten angreifen, was die halt sehr gefährlich macht, weil die rennen ständig nicht rein, du nimmst dann halt Schaden und ach. Also es kann teilweise auch frusten, aber nicht so schwer, nicht so sehr wie Zelda 2. Also es spielt sich dann noch im Vergleich noch recht angenehm. Ja. Aber was ich ja schon meinte, man tendiert dann doch dazu, sich am Internet dann Karten rauszusuchen, wo es in den ganzen Secrets, einfach damit man dann nicht selber danach suchen muss. Weil es eben doch ein bisschen abstrus ist, wo die Sachen alle versteckt sind. Und ja, auch ansonsten eigentlich gerade so aus der für die NES-Ära
meines Erachtens ein sehr solides und noch halbwegs angenehmes Spiel. Also da gibt es wesentlich schlimmere Sachen auf den NES als Zelda. Also wenn du davon ausgehst, was jetzt zum Thema NES dann ist, dann musste man, denke ich mal, sagen, dass das Zelda generell, es war ja für das Genre mehr oder weniger der Grundstein. Also es gibt ja unzählige Spiele, die sich später nur an Zelda halt orientiert haben, weil Zelda es vorgemacht hat. Und Zelda war ja mehr oder weniger das erste seiner Art. Richtig. Zumindest auf den Konsolen. Und auch von dieser Top-Down-Absicht. Du hattest definitiv schon Dungeon Crawler und sowas auf dem PC. Es gab schon Sachen in der Richtung. Aber dieses Action-Adventure-Format, was Zelda geschaffen hat, auch in dieser zusammenhängenden Welt, das war zu sehr auf der Zeit auf jeden Fall ein Novum. Definitiv. Was ganz Besonderes war ja auch, oder zumindest glaube ich, dass es was ganz Besonderes war, dass du diese verhältnismäßig große Open World, wenn du so willst, in diesem NES-Spiel halt hattest. Und wo du einfach da hingesetzt wirst als kleiner Pixelbrei und dir gesagt wird, ja, it's dangerous to go alone, take this. Und das war's. Und du kriegst ja mehr oder weniger keine weiteren Hinweise. Du musst ja nicht mal das Schwert nehmen, du kannst ja auch ohne Schwert losziehen. Brauchst du es erst bei Ganon, das ist der einzige Punkt, wo du dann wirklich ein Schwert brauchst. Also okay. Es ist möglich, haben auch einige Leute schon gemacht. Das zeigt einfach die Freiheit in den Spielen, was ich auch in diesem Spiel wirklich erstklassig finde. Du hast diese Open World, du kannst die Dungeons in ganz unterschiedlicher Reihenfolge angehen. Du kannst doch, ist mir damals tatsächlich als Kind passiert, dass ich das Level 8 als einer der ersten Dungeons, die ich gefunden habe, war aber noch sehr schwer zu dem Punkt. Da hat man gesagt, okay, ich suche vielleicht nochmal in einer anderen Ecke weiter. Das ist aber im Prinzip, was mir ganz gut gefällt und wo ich auch froh bin, dass Nintendo wieder in diese Richtung zurückgeht mit Breath of the Wild. Aber dazu kommen wir dann wohl in einen späteren Podcast. Da kommen wir definitiv später noch zu. Zelda hat sich ja stark davon entfernt auch irgendwo. Ich meine, gerade so Spiele wie Twilight Princess, Skyward Sword sind ja recht linear im Vergleich geworden. Oh, ja. Einen sehr vorgegebenen Ablauf, sag ich mal. Und ich finde es dann irgendwo erfrischend, einfach mal so, okay, hier ist die Welt, das ist deine Aufgabe, sammel diese 8 Triforce-Stücke und rette die Prinzessin. Punkt. Ja. Ohne jetzt zu sagen, ja, hier mach erstmal ein Tutorial, hier so schwingst du das Schwert. Ja, da ist die Story, da hast du deine komische Kindheitsfreundin und bla bla bla. Ich finde das auch gut, weil ich finde, das unterstützt dann halt auch einfach, wenn du so gar nicht so an die Hand genommen wirst, die wirklich die Story für sich selber zu entdecken. So. Die wird ja nicht vordiktiert. Das ist jetzt der Charakter, der ist nett zu dir, den musst du jetzt nett finden. Mhm. So, das ist unabhängig davon, dass du ja gar nicht so wirklich viele Charaktere oder sowas jetzt zum Beispiel jetzt im ersten Zelda hast oder so. Aber hast ja kaum Story-Entwicklung. Hast ja eigentlich nur das Intro, was dir die Story erzählt. Dann hast du ja nur irgendwelche Einsiedler, die in Höhlen leben und dir irgendwelche merkwürdigen Sprüche an den Kopf werfen. Ja. Das war's. Aber das hat sich. It's a secret to everybody. Ah ja, da war doch dieser komische Typ in der Höhle. Da wusste ich nie, wie ich dieses Kack-Item von dem bekomme. Weil der irgendwie unendlich viel Geld von mir wollte. Ja, da war doch dieser komische. Naja, auf jeden Fall fand ich das ziemlich, ziemlich schwierig und noch ziemlich knackig. Und was auch krass war, das ist einfach total egal, weil ob man diese Monster besiegt hat oder eben nicht. Eigentlich, weil die haben einem ja auch nichts gebracht. Ich bin auch voll oft einfach nur vor denen weggelaufen, weil ich dachte, nee, das ist jetzt einfach zu schwierig. Lauf! Die bringen einen von erster Linie Rubine, die kannst du dann nutzen, um das viel zu teure Item zu kaufen, was du da vielleicht gesehen hast. Ja, ja, klar. Ich vermute mal, es war der blaue Ring für 250 Rubine, der übrigens sehr wichtig ist. Was macht der denn? Nochmal? Der reduziert den Schaden um die Hälfte. Und das bringt einen schon einiges weiter. Ja, doch, das bringt einen, denke ich, dann schon weiter. Aber ich glaube, was sie meint, du hast, glaube ich, nur an ein, zwei also wenn du in Dungeons hast du es gelegentlich und ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Feld auch wirklich mal hast, dass du wirklich die gesamte Map von Gegnern säubern musst, damit dann was passiert. Genau. Ich weiß es nicht. In den Dungeons eigentlich nur. Eigentlich nur in den Dungeons, ne? Ich glaube, in einem Feldserver musst du das nicht machen. Nee, ne? Genau das habe ich auch gemeint, einfach, dass man halt voll abwägen muss, ja, lohnt es sich jetzt, diesen Typen hier zu bekämpfen oder laufe ich jetzt einfach weiter? Ja. Ist auch manchmal eine gute Strategie. Ich habe ja gerade schon diese Dark Nuts erwähnt. Manchmal musst du gegen die kämpfen, um wirklich weiterzukommen, um eine Tür zu öffnen. Aber manchmal empfiehlt es sich da einfach direkt zum nächsten Raum zu gehen und den Kampf zu meinen. Einfach weil die sehr viel Schaden machen können. Ja. Das ist krass. Also ich finde auch, so wie wir jetzt hier gerade darüber reden, weil du auch immer die ganze Zeit Dark Nuts sagst, kommt das, glaube ich, automatisch in meinem Gehirn so irgendwie, dass ich das damit assoziiere. Aber tatsächlich denke ich dabei die ganze Zeit an Dark Souls, was ja ein bockschweres Spiel ist, auch mittlerweile extrem
an Popularität gewonnen hat. Ein sehr großer Titel ist. Viele Leute spielen mittlerweile die weiteren Teile davon und so. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das erste Dark Souls gespielt und habe es geliebt, weil es mich nämlich einfach an den Ursprung von Zelda erinnert hat. Du wirst da irgendwo hingeworfen in eine Welt, du hast keine Ahnung von irgendwas. Dir wird nur gesagt, ja, lauf mal dahin und mach irgendwas. Läuft schon. Du triffst dann zwar irgendwelche Charaktere, die dich ab und zu auch mal voll labern, aber die Story selber musst du dir komplett selbst zusammenpuzzeln. Und das ist halt auch wirklich so, du gehst irgendwo rum, du kriegst in der Regel meistens, außer jetzt ein bisschen Währung oder halt Geld, kriegst du nichts als Belohnung, um bestimmte Gegner zu besiegen. Die sind einfach da und dann musst du auch wirklich abwägen, wenn du jetzt dahin läufst, wow, nehme ich es jetzt mit dem Typen auf oder laufe ich einfach weiter? Das ist natürlich, ich meine, das zeigt einfach, finde ich, dass dieses grundsätzliche Spielprinzip, ja, wie altbacken jetzt Zelda über die Jahre geworden ist. Also, wenn wir jetzt vom NES-Teil sprechen, ist er natürlich nicht mehr auf dem heutigen Stand der Technik. aber dass das grundsätzliche Spielprinzip auch heute noch in modernen Spielen halt funktioniert. Ne? Und dass man halt im Prinzip diesen Grundsatz vom Gameplay damals gelegt hat, durch Zelda, was halt kein anderes Spiel vorher hatte, das finde ich, weiß ich nicht, das sollte man irgendwie honorieren stärker. Irgendwie, finde ich. Ja, also dieser Open-World-Ansatz ist auf jeden Fall gerade wieder sehr modern. Ne? Es gibt ja eigentlich kein Spiel, was das jetzt nicht mehr macht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist stimmt. Sehr viele Spiele, also große Titel zumindest, sagen jetzt hier, ja, wir haben eine Open-World, so, wir können kein normales Spiel machen, wir machen Open-World. Was ich prinzipiell ja auch nicht schlecht finde. Ich finde das ja cool. Aber, ja. Gut, Open World hat ja auch sehr viele Krankheiten, wo ich auch noch skeptisch bin, ob Zelda diese lösen wird. Also mit Breath of the Wild nach dem Anschein nach nicht. Ja. Aber mal schauen, was da kommt. Und was genau meinst du damit jetzt? Muss man mal sehen. Ja, zum Beispiel, du hast halt eine große Welt und um die zu füllen mit Content, wird halt sehr viel Copy-Paste gemacht. Du hast halt sehr viele Sachen, die sich einfach nur wiederholen. Ja. Die ganzen Dörfer in Skyrim, die einfach irgendwo ähnlich sind vom Prinzip her. Und bei Breath of the Wild sind es diese Sheikah-Tempel, die halt alle gleich aussehen. Und teilweise hat es auch schon das Problem in anderen Zelda-Spielen, wie diese Wind Waker, wo halt gewisse Inseln sich sehr ähnlich sind oder über diese Piratenplattformen. Ja, das ist alles immer so gewisse Sachen, die einfach, um die Welt zu füllen, wurden die kopiert. Und das ist halt auf Dauer so ein bisschen langweilig. Ja, aber ich finde auch, das liegt halt daran, dass die Leute oder dass die Erwartung der Spieler eine andere mittlerweile an so eine Open World ist. Weil ich meine, wenn du dir das allererste Zelda anguckst, du wirst da reingesetzt, dir wird gesagt, finde irgendwelche Dungeons, mach die Gegner drin kaputt, dann bist du der geilste Stecher hier. So. Das reicht halt im Prinzip, ne? Mehr Anreiz brauchst du da in dem Moment auch nicht. Wenn du jetzt natürlich aber anfängst zu sagen, ja, das reicht vielen Leuten nicht, wir haben jetzt so eine große Welt, du musst ja keine Welt machen, die 500 Hektar groß ist. Es wird ja vielleicht reichen, wenn du eine Welt hast, die 1 oder 2 Hektar groß ist, dafür aber in sich komplett stimmig. Das wird ja ausreichen. Ne? Du hast ja trotzdem noch die Erfahrung, dass du sagst, du hast eine große Fläche, die du erkunden kannst und so weiter. Ne, auch gerade der Erkundungsaspekt ist etwas, was für mich bei Zelda ganz wichtig ist. Ja, dem stimme ich zu. Das reicht eigentlich aus. Also ich glaube, die Leute, die jetzt Open-World-Spiele machen, die verlieren sich so ein bisschen selber in den Möglichkeiten, die sie da drin haben. Ich finde, obwohl du Open-World machst, sollte man sich vielleicht mal auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich bin auch gespannt, wie das Breath of the Wild macht. Denn wie du selber auch schon, glaube ich, gesagt hast vorhin, die versuchen ja mit Breath of the Wild so ein bisschen zu den Ursprüngen der Zelda-Serie zurückzugehen. Und Nintendo macht das ja auch im Marketing aktuell, dass die immer wieder sagen, hey, gute alte Zeit, hast du nicht gesehen? Und dass sie zum Beispiel, ich glaube, auf ihrer japanischen Website hatten sie auch mal so Vergleichsbilder gepostet vom Artwork, vom allerersten Zelda fürs NES und jetzt mit Breath of the Wild, um zu sagen, guckt mal hier, wir stellen das jetzt quasi nach, so was damals war und das habt ihr jetzt wieder, ist doch voll cool und so. Das finde ich auch total geil. Es ist auch immer, ich schreibe ja jetzt schon meinen Blog zu Zelda, schreibe ich jetzt schon seit über 8 Jahren und immer so ein Leitmotiv war dieses Original-Artwork vom ersten Zelda-Spiel, wo Link an der Klippe steht und so dieses weite Hyrule vor sich sieht, was er erkunden kann. Ist sogar der Hund, ist sogar das Hintergrundbild von meinem Blog. Und das Nintendo, wenn man dieses Jahr ankommt bei Breath of the Wild und sagt, wir setzen das jetzt um in ein riesigen Zelda-Spiel, finde ich hammergeil. Und ich freue mich da riesig drauf. Aber ich weiß auch, dass es Schwierigkeiten gibt, diese Welt zu füllen. Und da bin ich erstmal gespannt, wie gut Nintendo das lösen wird. Ja, denke ich auch. Also ich meine, ja, das ist das, was ich meine. Also heutzutage hast du einfach andere Ansprüche. Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie mir jetzt, also ich habe ja auf der Gamescom, hatte ich ja schon Breath of the Wild anspielen dürfen.
Und ich habe halt auch sofort gemerkt, dass die Welt einfach zu groß ist, um mich mit den Mitteln, die ich in der Demo hatte, fortzubewegen. Weil du halt wirklich, wenn ich mir vorstelle, du sollst von Punkt A nach Punkt B laufen, da bist du halt echt irgendwie, glaube ich, eine Stunde unterwegs Ja, oder das ist so, bis du übertrieben. dann mal da bist. Und das ist zu übertrieben. Ich meine, gut, ich hatte jetzt kein Pferd in der Demo. Das wird es wahrscheinlich, oder wissen wir, dass es das später gibt. Und es wird wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten geben der Fortbewegung. Aber ich mache mir da gerade einfach Sorgen, auch wenn es das zum Beispiel jetzt beim allerersten Zelda gar nicht so stark gab. Aber wie gesagt, das war auch das erste und das war auch der Versuch. Das kannst du dem Spiel irgendwie nicht anlasten, weil das der Anfang von allem war. Und da war das halt noch nicht ausgereift. Aber dass die einfach zum Beispiel in Breath of the Wild einfach zu wenig Städte und zu wenig NPCs haben und so weiter, weil dadurch die Welt natürlich einfach lebendiger wird. Weil ich habe halt, als ich da rumgelaufen bin, nichts gesehen außer Bäume Ja gut, da hat Nintendo und aber, Moblins, muss ich jetzt so. einwerfen, Nintendo hat ja gesagt, dass in der Demo gibt es keine Städte, aber es wird es im späteren Spiel geben. Von Ja, klar. daher erstmal noch schauen, was da kommt. Aber ja, in der Demo war halt auch, das habe ich ja selber gesehen, in dem ganzen Videomaterial, was es von der E3 gab, dass du hast halt, ich zieh solche Bockblind-Camps und halt so ein Ja. paar von diesen Chica-Schreinen. Und das war's. Ich glaube, das einzige Große, was es da wirklich zu entdecken gibt, diesen mittleren Areal, ist halt der Tempel der Zeit. Die Zitadelle der Ja. Zeit. Und ja. Das war es dann eigentlich mehr oder Genau. weniger auch schon. Aber gut, okay. Müssen wir mal abwarten, wie das machen. Wir wollen ja aber jetzt uns auch nicht in Breath of the Wild verlieren. Wir wollen ja eigentlich Richtig. über das erste Zelda noch Schon sprechen. geschehen. Upsi. Ja, hast du irgendeinen Lieblingsdungeon oder einen Lieblingsbossgegner aus dem ersten Zelda? Boah, das ist mal eine interessante Frage. Lieblingsbossgegner. Ich meine, die sind alle fies. Obwohl, was heißt fies? Die sind alle nicht wirklich schwer. Aber ich glaube, so der schwierigste ist der Kliork, dieser mehrköpfige Drache. Ja, ich weiß, wen du meinst. Der ist mir auch gerade direkt eingefallen. Das wäre auch, glaube ich, mein Lieblingsboss aus dem, weil der mir irgendwie von den Bossgegnern im ersten Zelda am meisten irgendwie einfach im Gedächtnis geblieben ist, wenn du so willst. Und von den Dungeons her, ich glaube, mein Lieblingsdungeon ist immer noch der erste, weil der ist so schön einfach. Gerade bei den späteren Dungeons hast du halt immer die ganzen fiesen Gegner, die dir auf die Nerven gehen, wie halt die Visrobes und die Dark Knights und ja, es ist eine gute Herausforderung, aber macht dann auch nicht immer unbedingt viel Spaß. Ja, ich finde, du hast bei wie viele, also ich muss gerade überlegen, wie viele von den Bossgegnern oder ja generell Gegnern, die du im ersten Zelda hast, sind wiederkehrende Elemente in weiteren Zeldern? Also du Wieder hast auf jeden eigentlich, Fall also es wurden alle mal irgendwie geremaked, weil irgendwie schon, Oracle ne? of in Oracle of Seasons war ja quasi ursprünglich ein Remake vom ersten Zelda-Spiel, Fun Fact. Und dadurch kommt es, dass alle Bossgegner aus dem ersten Zelda-Spiel auch dort mit auftauchen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und Ich meine, ansonsten hauptsächlich halt Gome und King Dodongo sind so die beiden, also Dodongos sind, ich glaube, ja. so die beiden Hauptübeltäter, die man immer wieder sieht. Und auch Manhandler. Auch durch Hyrule Warriors jetzt. Also das sind auch die drei Bossgegner aus dem ersten Zelda-Spiel, die in Hyrule Warriors umgesetzt wurden. Ja. Und ansonsten die anderen eher weniger. So Dikdogger, Kiog und Aquamentmus hat man sonst nicht mehr gesehen. Nee, nicht so wirklich, ne? Ja, und natürlich Ganon, der Ja, Endboss. gut, Ganon. Das ist ja Ja, auch wieder das, ja, das fette Schwein. der ist ja immer da. Der ist immer am Start. Tatsächlich ist auch Ganon der einzige Grund, warum ich Wildschweine oder Eber oder sowas bedrohlich oder cool finde. So. Sonst gibt es so keinen Grund, weil du denkst dir so, du denkst dir halt so, ja, ein cooles Tier. Ein starkes Tier, ein Löwe oder ein Wolf oder so. Und Zelda einfach so, nope, wir nehmen fettes Wildschwein. Da hatte ich ein ganz drolliges Erlebnis. Das war, als ich bei der Bundeswehr war, meist als ich meinen Grundwehrdienst geleistet habe. Und ich nach der AGA, nach der Grundausbildung fertig war und ich dann in meine andere Einheit gekommen bin. Da hat ja die meisten Einheiten oder die meisten Züge haben dann ja eigentlich immer nochmal so ein selbstgemachtes Emblem. Ne? Wie sind der Zug so und so von der und der Kaserne und guckt mal hier, voll geil. Ihr hättet da ein Wildschwein oder was? Genau, und ich kam dann halt dahin und mein Kumpel so, was hast du? Ja, guck mal hier, wir sind irgendwie die Steppenwölfe, Wölfe oder so, voll cool und so. Und ich so, was hast du denn, ne?
ich habe ein Wildschwein, ne? Und er so, piss dich voll weg, du bist ein Wildschwein. Ich so, wo ist dein Problem? Ich bin hier die Privatarmee von Ganondorf. So, und er so, wow, das ist allerdings cool. Ich so, ja, ich weiß. Dadurch, ja, war das dann irgendwie wieder für mich. Ja, direkt erstmal Scheiße in Gold verwandelt, auf jeden Fall. Ja, so kann man sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange braucht man, bis man das erste Zelda ungefähr durch hat? So 4 Stunden. Das geht, wenn man weiß, wo man wenn man weiß, wo man ist, dann geht das relativ schnell, ja. Aber ansonsten, ja, Open End. Gibt doch Leute, die haben es bis heute nie durchgespielt, also. Also ich finde, ich weiß noch, ich habe mich da damals halt auch total verfranst irgendwann und verloren, als ich das gespielt habe, weil ich wollte halt auch wirklich nicht auf die Lösung zurückgreifen. Damals war ich noch Schüler, hast halt auch mehr Zeit gehabt für sowas und habe dann auch stringent gesagt, nein, ich will das selber schaffen quasi, ne, und will da nicht gucken. Und ich habe, glaube ich, auch schon, ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht oder so, weil ich halt nirgendwo nachgeguckt habe und mich da selber durchgewurschtelt habe. Das fand ich dann noch echt gut. Aber ist ja eigentlich schon relativ fix, halt, so, ne? Eine Woche? Naja, musst du es halt im Verhältnis sehen für ein NES-Spiel. Ja, okay, dann dauert das wahrscheinlich so lang, aber... Ja, also, ich denke auch, wie gesagt, sagt der TT, wenn du weißt, wo du hingehen musst, bist du in 4 Stunden so grob durch. So, wenn du weißt, wo du in Ocarina of Time hin musst, dann brauchst du, ich weiß nicht, wie viele Stunden du brauchst, aber definitiv mehr als 4, aber allein schon wegen den Zwischensequenzen, die du nicht skippen kannst. Also für 100% brauchst du so, sich so um die 15 Stunden vielleicht. Ja. Ocarina of Time. Wenn du weißt, wo alles ist und du relativ schnell bist. So 15 ja. bis 20, würde ich sagen. Es gibt Leute, die machen das wesentlich schneller, aber. Na gut, es gibt auch Speedrunner und so weiter. Ja. Und hast du nicht gesehen? Ist ja alles, ist ja klar. Ja. Was könnte man noch zum ersten Zelda sagen? Außer, dass es echt knifflig war für die Zeit. Ah, mir fällt gerade noch was ein. War nicht auch das allererste Zelda, was auf der NES eine Speicherfunktion ermöglicht hat, wirklich? Ah, ja, richtig, genau. Ne? Weil es ein eingebautes Batteriemodul hatte. Genau, ne? Und deswegen konnte man das erste Mal ein nicht-lineares Spiel sozusagen machen, weil man speichern konnte. Das war gut, weil sonst hattest du immer nur auf den ganzen alten Spielen immer diese dieses Passwortsystem. Das war immer so zum Kotzen, wenn du das immer notieren musstest und aufschreiben musstest. Und ich weiß gar nicht, warum. Ne? Damals habe ich das als Kind gar nicht so gecheckt, aber ich weiß auch, ich hatte tatsächlich 1-2 Spiele auf dem Super Nintendo später, die auch immer noch dieses Passwortsystem hatten, ne? Wo ich mir ja heute so denke, boah, seid ihr schlecht, wieso? Weißt du? Und du hattest weder noch sowas wie Super Mario Land, wo du immer wieder von vorne anfangen musstest. Ja, also furchtbar. Ich hasse Passwortsysteme. Weil die Passwörter dann in der Regel auch nicht kurz und knackig sind, sondern dann noch unnötig lang, so 24 Zeichen und kryptisch. Warum auch immer, ne? Sehr kryptisch. Ja, weil es ist ja ein Passwort, soll ja geheim sein. It's a secret to everybody. So nach dem Motto, ja. Aber gut. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas zum allerersten Zelda sagen? Was mir noch aufgefallen ist, als man das so gezockt hat, ist, wenn man halt in diesen Modus kam, dass man nur noch ein Herz hatte, dann gab es einfach auch nicht so viele Möglichkeiten mit der Musik und dann ist so ein Teil von der Background-Musik immer weggefallen, weil du dieses scheiß Piepsen von deinem Herzen. Du, das hast du ja aber wirklich in jedem Zelda-Spiel. Das ist ja krass, ja. Echt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, es könnte vielleicht natürlich, ich weiß nicht, woran es liegt, er könnte aber auch natürlich an technischer Limitation liegen. Ja, wahrscheinlich. Weil die da mit ihren Bits nicht um die Ecke gekommen sind und die ja irgendwas abschalten mussten, um das halt dann darstellen zu können. Das kann ja sein. Deswegen hast du ja auch bei den... Die Musik läuft ja noch. Eigentlich ja, aber bei den Piepsen. Du hast ja, ich sag mal, du hast ja zum Beispiel bei Zelda, das merkst du bei den alten NES-Spielen, dass die eine sehr begrenzte Farbpalette halt haben. Eben weil ja, die klar. Halt nicht so viel... Es ist alles ein 8-Bit, von daher... Ja, dass sie nicht so viel verschiedene Farben halt auf einmal darstellen können. Kann ja auch sein, dass das bei der Musik ähnlich ist. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Ist es so eine Mutmaßung von mir. Aber ja, ich finde es in einem Zelda-Teil immer extrem nervig, wenn du nur ein Herz hast und du findest keine weiteren Herzen. Und du hast gesagt, babum, 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 babum. Und du denkst immer nur, boah, halt die Fresse. Ich weiß doch, ich bin am Sterben. Ne? Das Spiel will ja nur sicher gehen, dass du dir der Gefahr gewusst bist. Oder es will dich einfach nochmal nerven, damit es noch schwieriger wird, weil du die ganze Zeit dieses Piepen im Kopf hast. Ja. Ja.
Mir ist jetzt übrigens noch was eingefallen, was auch bemerkenswert ist vom ersten Zelda-Spiel, was sonst nur ein anderer Titel wirklich geboten hat. Das ist, du hast einen vollwertigen Second-Quest, nannte sich das damals. Du spielst das Spiel durch, dann beginnst wieder von vorne. Oder du nimmst Zelda als Namen, dann gehst du direkt in diesen Second-Quest rein. Wo halt einmal die Dungeons an anderen Orten versteckt sind, so wie einige Gegenstände, und wesentlich schwerer sind, auch komplett einen anderen Aufbau haben. So, ja, das war schon sehr besonders. Stimmt, das ist krass. Das ist auf jeden Fall Wiederspielwert over 9000, könnte man sagen. Das stimmt schon. Also das ist echt krass. Es gab dann sonst eigentlich nur eine Zelda-Reihe mit Master Quest für Ocarina of Time. Das ist das Einzige, was da so an das Konzept rankam. Weil Master Quest ja auch nochmal ein eigenständiger Release war und ja nicht in dem eigenen Ocarina of Time mit dabei war. Ne? Das stimmt. Also das ist, das ist richtig. Ich würde gerne mal sowas auch wieder in Zukunft sehen, weil sonst gibt es ja immer nur diesen Heldenmodus, wo du gesagt hast, okay, nimmst jetzt doppelten oder vierfachen Schaden und das war's. Oder du spielst dasselbe Spiel normal durch. Ja. Was dann meistens auch nicht so interessant ist für geübte Spieler. Wobei, vielleicht machen sie das ja jetzt, das könnte ich mir zumindest vorstellen, oder auch hoffe ich, dass sie das jetzt bei Breath of the Wild machen, weil es ist halt echt knifflig, wenn du dir anguckst, wie die Zelda-Reihe sich entwickelt hat, auch sehr storytechnischer und sehr immer linearer wurde, da ist es dann natürlich echt schwierig zu sagen, wir mixen das jetzt hier durch, weil du dann da ja viel mehr umstellen musst. Oh, ich könnte mir beispielsweise vorstellen bei Breath of the Wild, dass sie halt einfach die Sheikah-Schreine austauschen, weil die Eingänge sind immer identisch und du kannst selber sagen, die sind jetzt in komplett anderen Orten. Genau. Du musst erstmal ermitteln, wo ist das? Und da muss man ja eigentlich nur die in der Oberwelt paar schwere Gegner, gerade diese Wächter, die sind ja extrem bedrohlich. Wenn du halt sagst, okay, du beginnst den schon viel eher an, dann hast du schon eine gute Herausforderung. Ja, also das denke ich auch. Deswegen sage ich ja, also bei Breath of the Wild könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das da wieder vielleicht irgendwie realisieren. Mhm. Aber dass das bei sowas wie Skyward Sword nicht möglich ist, sollte klar sein, weil wie willst du das machen? Das ist so linear und Man hat immer die Möglichkeit, noch wenigstens die Gegner auszutauschen und sagen, zu jeder Zeit die stärkere Konfrontation. Das geht immer. Das stimmt. Aber das macht Nintendo leider sehr selten. Ja, das stimmt. Macht aber muss man auch dazu sagen, macht auch kaum. Also ich kenne nicht viele Publisher oder Entwickler, die das machen. Hm. Na, also eigentlich ja schade, weil es ist nicht so schwer, da einfach mal zu sagen, okay, an der Stelle hast du halt einen Dark Nut. Anstatt eines Octoroks oder so, und dann schon hast du eine Herausforderung. Ja, auch wieder bestes Beispiel. Vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe es vorhin schon gesagt, Dark Souls tatsächlich. Wenn du Dark Souls 2, bei Dark Souls 2 war das echt, echt extrem. Wenn du Dark Souls 2 New Game Plus gestartet hast, dann hast du komplett andere Gegner zum Teil sogar bekommen, also auch neue, die du im ersten Playthrough überhaupt nicht gesehen oder denen du überhaupt nicht begegnet bist. Die Gegner waren zum Teil an anderer Stelle, du hattest die Bosse zum Teil an anderer Stelle, die waren stärker und so weiter und so fort. Das hat halt einen echt krassen Wiederspielwert dir gegeben. Das ist genau das Prinzip, was ich meine. Das würde ich gerne mal wieder bei Zelda sehen. Ja, definitiv. Also ja, kann ich dir nur zustimmen. Was mir gerade noch eingefallen ist, vom ersten Zelda, da gibt es ja immer mal wieder, wenn man sich damit mit Zelda, also mittlerweile wissen wir ja, wie es nach offizieller Meldung läuft mit der Zeitlinie. Aber vorher gab es ja jahrelang immer extrem viele Diskussionen und Theorien und so weiter, wie denn die Zelda-Spiele miteinander zeitlich in Verbindung stehen, ob sie überhaupt miteinander in Verbindung stehen und so weiter und so fort. Ja. Und das war ja viele Jahre lang ein großes Thema. Und da fällt mir gerade ein, dass zum Beispiel auch, ich glaube, beim allerersten Zelda ist ja, glaube ich, das erste Dungeon, wird ja auch gemutmaßt, dass das der Dekobaum ist, ne? Kann das sein? War das nicht dieser Baum oder irgendein Dungeon? Ich weiß nicht, ob es das erste Dungeon ist. Ja, da geht man in so einen Baum rein, glaube ich, in so einen Baumstumpf. Ja, da hatte ich nämlich auch irgendwie ganz oft gelesen, dass das der Dekobaum ist. Und ich glaube, ich hatte auch mal gehört, dass die, als die Ocarina of Time gemacht haben, sich anhand davon erinnert haben, wir brauchen irgendwie so einen Dungeon, irgendwie so einen Baum, lass es mal machen. Ja, wir machen hier irgendwie so einen Dekobaum. Dass es auch daher kam, glaube ich, dass sie gesagt haben, die setzen das mal wieder um oder die haben halt zum Teil natürlich neue Ideen gehabt und haben aber zum anderen Teil auch wieder von alten Ideen nochmal gezerrt und die nochmal neu aufgelegt. Was du ja auch im Prinzip bei Zelda immer wieder hast. Du hast immer ein paar wiederkehrende Elemente und dann immer wieder so und so viele neue. Mhm. Das hast du ja immer. Ne? Und da Deku ist kein, oder auch der Deku-Baum mittlerweile kein unwesentlicher Teil der Story in Zelda ist, finde ich es auch ganz schön, dass der anscheinend schon im allerersten Zelda seinen Ursprung gefunden hat. Gut,
Naja, wenn man das so sieht, ist ja nur eine Theorie. Wenn man das so sieht, natürlich, hast ja recht. Es gibt ja denselben Baum, gibt es ja dann auch in Oracle of Seasons. Und das ist dort eindeutig nicht der Dekobaum. Ja, wobei bei Oracle of Seasons, du hast recht, dass das... Ich meine jetzt ja schon den ersten Dungeon, da gibt es ja noch diesen Marco-Baum in Oracle of Seasons und ja. Es gibt diesen ersten Dungeons, der wirklich auf den original ersten Dungeon aus dem ersten Zelda-Spiel basiert. Die Knorr-Wurzelhöhle, wie sie sich da nennt. Die Knorr-Wurzelhöhle. Und genau. Und ich würde eher noch, also wenn ich jetzt eine Theorie spinnen würde, ich eher sagen, dass das Holotrum aus Oracle of Seasons ist dann einfach das alte Hyrule im späteren. Weil es doch topografisch, also von der Geografie her recht ähnlich ist. Da gibt es ja auch ganz viele Sachen. Vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Überleitung zu Zelda 2, The Adventure of Link. Da gibt es ja auch, glaube ich, eine ganz krasse, ich weiß gar nicht, ob es steht, so eine Theorie, dass du hast ja auch bei Adventure of Link, ich fange nochmal an. Also, Adventure of Link war dann ein Jahr später der nächste Zelda-Teil und viele, die das erste Zelda gespielt hatten und wahrscheinlich total angefixt waren, hatten sich auf den nächsten Teil gefreut und wurden dann überrascht mit einem vollkommen anderen Spielprinzip so ein bisschen, weil du auf einmal einen bockschweren Sidescroller hattest und es einfach nicht mehr das war, was du von dem Spiel, was du letztes Jahr noch gespielt hast und voll geil fandest, gewohnt warst. Also ich muss auch sagen, ich habe Zelda 2 nie durchgespielt, weil es mich einfach ich habe es nicht durchgespielt, weil es hat mich abgefuckt, weil es einfach nicht das normale Zelda-Spielprinzip war, was ich auch von dem Zelda haben wollte. Und es war dazu auch einfach nur bockschwer. Ich dachte, du magst Dark Souls so sehr. Wenn ich ein Spiel von den Zelda-Reihen mit Dark Souls vergleichen würde, dann Zelda 2. Dark Souls ist ein Scheiß gegen Zelda 2, Mann. Zelda 2 ist schwieriger als Dark Souls. Ach so, da kann ich mich ja doch mal an Dark Souls versuchen, wa? Gegner backstabben und sowas. Bei Zelda 2 geht das nicht. Ich muss ja jetzt erstmal sagen, grundsätzlich zu der Zeit wurde das gar nicht so negativ aufgenommen. Einfach weil damals war Zelda noch gar nicht groß definiert. Es gab noch keine Link to the Past. Es gab nur diese beiden Spiele. Und was nun genau Zelda war, das war frei. Das erste Zelda-Spiel hat ein neues Genre quasi erfunden, das Action-Adventure mit dieser Vogelperspektive in der offenen Welt. Und genauso hat Nintendo eben versucht, auch so ein bisschen noch einen Genre-Mix mit Zelda 2 zu erfinden. So eine Mischung aus Plattformer und RPG. Und es ist auch in der Hinsicht irgendwo ein recht grundsolides Spiel. Das wird zwar gerne immer heutzutage schlecht gemacht, dass das schwarze Schaf der Reihe gesehen, einfach weil alles später dann eher auf den ersten Teil basiert ist. Also Link to the Past, dazu kommen ja noch leider massive Grundsteine für die Reihe dann wirklich erst gesetzt. Und Zelda 2 war sehr anders, aber zu der Zeit hat man das gar nicht so aufgenommen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich damals den NES habe ich von einem Schulkameraden ausgeliehen und die hatten tatsächlich nur Zelda 2, also nicht das erste Spiel. Und die haben es gesuchtet. Die haben sich da auch dran, die sind nicht weit gekommen, die sind nicht mal über den zweiten Dungeon hinaus. Und ich habe mir das dann damals so als, ich glaube, da war ich so 11, 12 Jahre alt, habe ich das mir ausgeliehen. Einfach weil ich durch Links im Weg nicht mit Zelda gefixt wurde und Ocarina of Time stand voller Tür als Weihnachtsgeschenk. Und da wollte ich einfach auch mal die Klassiker noch gespielt haben. Mhm. Und so kam sozusagen, dass Zelda 2 auch mein zweites Zelda-Spiel war. Und ich habe das dann auch da, ich habe das eigentlich fast komplett durchgespielt gehabt zu der Zeit. Und es ging, man muss nur wollen. es ist ein bockschweres Spiel, das auf jeden Fall, aber trotzdem machbar. Es hat eine sehr steile Lernkurve. Für mich ist das Prinzip, es fängt erst richtig an Spaß zu machen, wenn man es wirklich durchgespielt hat, erst ab dem Punkt hat man so das Gefühl, man hat es wirklich gemeistert und kommt in diesem Spiel voran. Lustigerweise hast du dann auch so eine Art Second Quest wieder, der aber kein richtiger Second Quest ist, sondern man spielt das Spiel einfach nochmal von vorne durch, behält die ganzen Level und man behält alle Zaubersprüche. Die Items muss man nochmal sammeln. Ah. Und jetzt ist das Witzige daran, jetzt macht das Spiel auf einmal richtig Spaß. Einmal ist was wesentlich leichter, ist, weil du schon hochgelevelt bist und viele Gegner damit mit ein oder zwei Schlägen besiegen kannst, die normalerweise, 10 Schläge einstecken würden. Und du auch wesentlich weniger Schaden nimmst. Dieses Jahr habe ich es auch nochmal durchgespielt, neben dem ersten Zelda-Spiel. Und ich habe es dann wirklich geschafft, diesen Second Quest ohne ein Game Over durchzuspielen. Wow. Was mich echt erstaunt hat, weil normalerweise Game Over, dieses typische Return of Ganon. Und du kriegst sofort einen epileptischen Anfall, wenn du diese blinkenden Lichter siehst. Sieht man ja normalerweise sehr häufig in dem Spiel, aber so war das machbar. Ja, okay, also ich sag mal so. Als ich das damals, ich hatte das halt auch mit
drauf auf der, wo ich gesagt habe, ich habe das erste Zelda nochmal gespielt, auf dieser Collectors CD da. Da hatte ich das dann halt und ich hatte halt Bock und sagte Zelda und hab dann halt Zelda 2 in der Hand gehabt und wollte das nächste spielen. Hab mir gedacht, are you fucking kidding me? Was ist das denn jetzt, ne? Und ich war dann einfach davon abgefuckt und hab's dann nach ein paar Stunden nicht mehr weiterprobiert, weil es auch einfach total schwer war und ich halt auch keinen Bock mehr hatte und ich dann gesagt habe, jo, nee, du spielst jetzt erst nochmal Link's Awakening weiter. Und was ich mir dann halt nochmal auf dem Flohmarkt von Game Boy geholt hatte. Und ja, hatte da einfach keinen Bock zu. Ich denke schon, dass das machbar ist. Ich glaube, auch heute würde ich das schaffen, aber ich habe halt weder die Muße noch die Zeit dazu, mich nochmal an Zelda 2 momentan zu versuchen. aber vielleicht irgendwann mache ich das bestimmt nochmal, ja. Aber momentan, nee. Boah. Pummi, hast du Zelda 2 jemals irgendwie gespielt? Oh nee, ich glaube, ich habe das nur einmal beim Angry Video Game Nerd oder sowas angeschaut, weil auch, glaube ich, war das nicht auch so, dass die Konversation mit den Menschen da überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben? Das war zum Teil, ja. War es dann zum Beispiel die lustigen Konversationen wie I am Error. Einfach so ein Typ, der heißt Error. Da hast du sein Polo Bagu, basierend auf Bug, ja. Japanisch, den du dann auch irgendwo aufsuchen musst. Und das ist teilweise sehr kryptisch. Also, aber hast du mir schon mal Konversationen mehr als im ersten Spiel. Du hast auch sehr viele Dörfer. Ja, das stimmt. Du hattest tatsächlich sehr viele Dörfer. Und du hattest auch irgendwelche widerlichen Anspielungen, dass Link, um seine Herzen aufzufüllen, zu einer Nutte, glaube ich, geht. Ne? Da gab's genau, da hast du diese Prostituierten, die da, genau. Und ja, bei einer alten Oma führst du deine Magie. Wie können auf. Die das nur machen, ich genau wissen, was er da. Ich meine, heutzutage ist Link ja immer so, der hat ja keine Stimme absichtlich, aber also ich stelle mir den immer als den so durch und durch guten Helden vor. Kann ja nicht zu einer Nutte gehen. Man stellt sich Link vor, wie man ihn mag und von daher... Ja, also der hält dir nicht zu einer Nutte, kann man auch oder? Mit Link Grand Theft Auto spielen. Das sind ja erstmal keine Nutten, das ist ja einfach nur Frauen, die dich in ihr Haus einladen, um deine Lebensenergie wieder aufzufüllen. Da kannst du rein interpretieren, was du gerne Nutten. Magst. Also wenn das eine Nutte ist, schön, ja. Nutten! Ja, aber Link ist ich sehe das ganz unschuldig, nicht? Also... Und mal zum Thema, mir fällt ja gerade ein, was halt bemerkenswert ist im ersten Spiel, ist dieses riesige Hyrule. Ich glaube, da wolltest du vor uns gerade die Überleitung machen, ist ja nicht ganz genau. Weil stimmt, das ist mir jetzt nicht ganz gelungen. Dieser Zipfel, ganz im Südwesten, dieser kleine Zipfel unter dem Todesberg, ist tatsächlich das Hyrule aus dem ersten Spiel. Das ist so dein Umriss von dem See und den Brillenfelsen, siehst du da. Und dieses riesige Gebiet da hinten ist das neue Hyrule, aus dem neuen Spiel. Und das hat bislang noch kein anderes Zelda-Spiel erreicht von der Größe, ja. Bis auf natürlich Breath of the Wild, was denn jetzt erst kommt. Ja, das stimmt. Da bin ich auch tatsächlich, ich bin sowas von gespannt, wie groß es tatsächlich letztendlich ist. Aber ja, auch das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, sie gehen zurück zu den Ursprüngen, sie machen da ein riesiges Ding draus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe halt damals das Spiel, gerade diese große, ich habe das total episch, war das für mich ein total episches Spielerlebnis. Man hat natürlich noch keine Vergleiche gehabt, ich hatte noch keine Nintendo 64 gespielt mit Ocarina of Time und sowas in der Art. Aber vor allen Dingen die Musik, die war ja wirklich erstklassig. Also diese Oberweltmusik, die Dungeon-Musik, ich fand das einfach fantastisch. Und ja, also diese Welt hat sich... Hat sich dann mit Fantasien ausgemalt, wie ja die Welt dann in echt aussehen würde. Also, das Spiel hat einen angeregt irgendwo. Hat mich auch in der Hinsicht motiviert, weiter zu spielen, auch wenn es sehr schwer war. Ich habe mal eine Frage. War denn eins von den ersten beiden Zeldas, war das auch in Ober- und Unterwelt geteilt dann? Oder gab es das allererst in A Link to the Past? Nee, das war auch in den allerersten Zelda-Spielen schon so. Da hat so eine zusammenhängende Welt und dann hast du die neuen Dungeons, sind quasi die Unterwelt. Die da übrigens auch auf eine Karte zusammengelegt sind. Man kann die Dungeons so zusammenpuzzeln, dass sie auch genau wie die Oberwelt zusammenpassen. Fun Fact. Und weil es auch immer so hinterlegt wurde in den Speicherdaten des Spiels. Und bei Zelda 2 ist eben der Unterschied, du hast erstmal die große Oberweltkarte, siehst du aus der Vogelperspektive. Aber du interagierst dort nicht wirklich, außer dass du vielleicht Felsen zerklopst und so weiter. Und immer wenn du irgendwo hinkommst, zum Beispiel du triffst aufs Gegner per Zufall oder du gehst in eine Stadt oder du gehst in einen der Paläste, das sind die Dungeons, dann wechselst du in diese Seitenperspektive, wo halt dann das eigentliche Kampfgeschehen oder Interaktionsgeschehen stattfindet. Oh Gott. Ja, genau. Also das quasi, ja, wenn du so willst,
mit Leveln, kannst du so sagen. Weil die Dungeons oder die, du hast ja auch manchmal auch gar nicht mal auch mal so diese Zwischenkampfareale. Du hast ja so eine ansatzweise Random Battles, ne? Genau. Mit den Gegnern, die du da halt siehst, was halt auch, ja, wenn es aus heutiger Sichtweise komplett untypisch ist, einfach für Zelda, wenn du so willst. Ja, so ein bisschen mehr ging in Richtung RPG, weil das hast du ja auch, was ich in Final Fantasy und sowas, hast du ja auch diese Random Encounters. Und du hast eben diese Statistiken, die du auch hörst für Attack, Defense und Magic. Ja, das stimmt. Ist richtig. Was wir danach auch nie wieder richtig hatten, ne? Bei Zelda eigentlich. Nee. Finde ich aber ganz gut. Ich mag das eigentlich, das Prinzip, dass du eigentlich rein durch Gegenstände dir stärker wirst und nicht irgendwie. Ich auch. Es hat einfach diesen Nachteil auch in Zelda 2, wirklich in dem Spiel durchzustarten, musst du erstmal grinden. Du musst erstmal einen Sumpf eine Weile Octoroks schlagen, damit du auch eine Chance hast, durch den Todesberg zu kommen. Ich hatte ja schon gesagt, wenn du gut gelevelt bist, dann läuft das Spiel auch ganz gut. Dann macht das Spaß. Dann kommst du auch ganz gut durch die schweren Areale durch. Erst am Ende wird es dann wieder wirklich schwer. Okay. Aber du hast erstmal diese Wand, dass du eben nicht erstmal hochleveln musst, um überhaupt dahin zu kommen, dass das Spiel halbwegs vernünftig spielbar ist. Und das ist halt irgendwo blöd. Das wirst du in Zelda nicht haben. In Zelda wirst du den Gegenstand finden, dann bist du jetzt geil, hast das stärkere Schwert, das kannst du auch mehr Schaden machen und so macht das Spaß. Ja. Das ist richtig. Gut. Bei Adventure of Link hattest du am Ende auch wieder Ganon, ne? Nein. Oder Ganon nicht? Ganon ist im Spiel davor gestorben. Es ist seine Asche, blieb unter. Ja, aber es ging doch darum, dass Ganon wiederbelebt werden. Ja, genau. Das ist ja das, was passiert, wenn du stirbst. Ist ja dieser Game Over Frame, dieses Return of Ganon. Das ist halt einfach, die Story ist, dass sozusagen durch das Blut von Link kann Ganon wiederbelebt werden. Und ja, wenn sie halt irgendwo links Leiche finden, dann kann man gerne wieder beleben. Aber der Endboss ist ganz was anderes. Es geht ja darum, dass im ersten Spiel hast du nur drei Triforce-Stücke. Weisheit von Zelda, was sie halt aufgestellt hat, und das Teil der Kraft von Ganon. Und das Teil des Mutes ist halt in diesem einen Palast, den großen Palast, hinterlegt worden, wo halt nur die besten, stärksten und schönsten Geisten, Helden, dass überhaupt die was schaffen könnten, dieses Ding sich wieder zu holen. Und das ist halt, die Story des Spiels ist eigentlich, das ist einfach, Link wird einfach nur Prüfung durchlaufen, diese ganzen Paläste, die er erobert, das sind einfach nur eine Prüfung, um dir das Triforce des Mutes an sich zu nehmen. Und dann, du kämpfst, am Ende kämpft er gegen sich selber, er kämpft gegen Dunkel-Link, Schatten-Link. Das stimmt, daher kommt er ja auch, das meine ich ja, das ist das, was ich ja vorhin meinte, dass die immer wieder bestimmte Elemente haben, auf die sie immer wieder zurückgreifen, weil du hast den ja wieder in Ocarina of Time halt. Und Ocarina of Time basiert ja, die haben sich hier auch sehr stark an Zelda 2 orientiert, von Kampfsystemen erstmal. Es war, merkt man jetzt im fertigen Spiel nicht, aber das war so, deren Ansätze war halt in Zelda 2 in 3D zu machen. Was halt ja nicht verkehrt ist. Ja. Ist halt auch eigentlich ein sehr simples, aber trotzdem sehr schwieriges Kampfsystem. Du hast immer diese Stellung von oben und unten. Du kannst halt oben zuschlagen, unten zuschlagen. Und oben blocken, unten blocken. Es ist halt, du bist darauf beschränkt, ist immer nur eins von, also geht immer nur beides auf einer Höhe. Also dein Schild und dein Schwert befinden sich immer auf derselben Höhe. Während Gegner können das unabhängig voneinander. Die können zum Beispiel unten blocken und oben zuschlagen. Da musst du dich das immer ist so, fies. Da musst du halt sich dann immer so anpassen. Ja, das Fiese an dem Spiel, die Gegner sind alle wesentlich stärker als du. Es ist wirklich so ein bisschen Dark Souls-Prinzip. Zum Beispiel, die können Schwertblitze über den ganzen Bildschirm feuern, du kannst das nicht. Deine Schwertblitze gehen nur, wenn du voller Lebensenergie hast und die sind sehr kurz. Du hast keinen Boomerang, du hast keine Bomben oder sonst irgendwas. Die Gegner haben es aber, die werfen Boomerang auf dich, schmeißen mit Bomben um sich. Und man wirkt in dem Spiel sehr schwach irgendwo im Vergleich zu den Gegnern. Umso stärker fühlt man sich aber auch, wenn man es dann wirklich durchschafft. Ja, klar. Das ist auch das, was du beschreibst, wie gesagt, komplett Dark Souls. Ja, deswegen habe ich halt diesen Vergleich am Anfang gebracht. Irgendwo, wenn ich ein Zelda-Spiel mit Dark Souls vergleichen würde, dann Zelda 2. Ja, das ist definitiv so. Aber ja, ich müsste es vielleicht auch jetzt, wo du mir das so erzählst, habe ich auch, ich bekomme da jetzt gerade wieder. Ja, ich auch. Ja, das ist ja der Sinn meines Monologs hier. Ja, das nochmal zu spielen, das jetzt nochmal auszuprobieren. Ist immer so ein verteufeltes Spiel, aber wenn man eine Chance gibt, kann es auch echt Spaß machen. Ja, ich glaube das auch. Und für die Musik allein lohnt sich das Spiel schon. Die ist wirklich echt geil. Ja, das stimmt. Also das wäre auch das Letzte gewesen, was ich da irgendwie negativ bemängelt hätte. Aber die Musik ist in Zelda-Teilen sowieso eigentlich immer Bombe, finde ich. Also ich glaube, selten hatte ich mal Musik, die mich irgendwie bei Zelda angekotzt hat. Bei Skyward Sword hatte ich so Momente, auf jeden Fall, aber sonst eigentlich nicht. Na gut, dazu kommen wir noch
später irgendwann. Lass uns nicht zu viel vorwegnehmen. Lass uns nicht zu viel vorwegnehmen. A Link to the Past! Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt zu Zelda 2 nichts mehr zu sagen haben, dann gehen wir weiter zu dem, ja, lässt sich drüber streiten, aber gegebenenfalls dem allerbesten Zelda aller Zeiten, nämlich A Link to the Past. Wer möchte anfangen? Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, wie ich anfangen soll, aber das ist das erste Spiel jetzt, weil ich ja bei den ersten zwei Legend of Zeldas noch so ein kleiner Pups war, ich jetzt überhaupt erst einsteigen kann, weil ich das auch bewusst erlebt habe und auch selber durchgespielt habe tatsächlich. Und ich finde den Anfang auch eigentlich immer schon total spannend, wenn man da, glaube ich, in diesen Sturm raus muss und dann in dieses Kellergewölbe von dem Schloss und dann stirbt dir erstmal dein Typ da weg, bei dem du eigentlich, glaube ich, gewohnt hast. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ach, dein Onkel. Der Onkel. Der hieß einfach nur Onkel, das war sein Name. Onkel. Ja, Onkel, weil Link keine lebenden Eltern haben darf. Richtig. Das ist einfach so. Wie schade. Helden dürfen das generell nicht, siehe Batman oder so. Spider-Man, selbst Spider-Man. Ja, auf jeden Fall checkt man am Anfang auch nicht so richtig, warum man jetzt die Olle da eigentlich retten soll und wovor eigentlich. Aber man macht das mal mit. Die ist hübsch. Mehr Gründe brauchst du nicht. Na, du hast halt voll die krasse Vision gehabt in deinem Traum. Und, ja, sie hat dich ja telepathisch um Hilfe gebeten. Das war ja so. Sie ist eingesperrt in den Kerker vom Schloss und hat dich halt telepathisch gerufen. Ja, genau. Sie hat generell so eine Art telepathischen Hilferuf aufgesandt und du warst halt der Idiot, der es empfangen hat. Ja, und Link ist ja Gentleman und deswegen hilft er ihm natürlich auch. Ne? Wie man das als Kind so macht, man nimmt sich dann einfach eine Laterne, zieht dann los durch den Sturm in der Nacht und klaut dann den toten Onkel sein Schwert und dann geht's los. Ja, der ist doch zuerst gegangen, der tote Onkel, oder? Der hat doch gesagt, hey, hier, bleib da, genau, ich regel das. Und dann dachtest du dir, nö, ich komm mal hinterher. Ja, was ja auch letztendlich die gute Entscheidung war. Also im Endeffekt, ne? Aber trotzdem nichts gebracht hat, weil die Olle trotzdem mitgenommen wurde. Das stimmt natürlich, aber dann, wenn Link sie innerhalb vom Tutorial schon gerettet hätte, wäre das Spiel ja vorbei. Wäre langweilig. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Man hatte ja auch eigentlich erst, ja, okay, man hat anscheinend in Zelda 2 schon diese vielen Dörfer, aber man hatte ja dann sein eines kleines Dorf, in dem man, glaube ich, auch irgendwie immer gejagt wurde, weil genau, Kakariko. Es war das erste Mal, war das nicht das erste Mal, dass es da aufgetaucht ist überhaupt? Ja, oder gab es das nicht auch schon in Zelda 2? Nein, Zelda 2 wurden die ganzen Städte nach den Weisen so benannt. Ah. Und es gab noch Kasuto, aber das ist nicht Kakariko. Ah, okay, dann habe ich das vielleicht damit verwechselt. Ja gut, okay, da gab es dann tatsächlich auch da das erste Mal Kakariko. Ja. Beziehungsweise ist es andersrum, um mich zu korrigieren. Die Weisen des Ocarina of Time wurden dann nach den Städten in Zelda 2 benannt. Aber ja, so storytechnisch ist es dann natürlich andersrum, dass quasi die Städte wurden. Ja, ja, klar, logisch. Pumi, möchtest du noch weiter erzählen? Ja, was ich auch immer richtig cool fand. Ich glaube, das war auch das erste Zelda, wo man tatsächlich die Hühner gegen einen aufbringen konnte. Ja, das erste Zelda-Spiel mit Hühnern generell. Ja, die fand ich richtig cool. Es ist generell ein Zelda-Spiel, was sehr viele Dinge eingeführt hat. Das denkt man erstmal gar nicht. Zum Beispiel Gras schneiden konntest du in den Klassikern nicht. Schatztruhen, die du öffnest, gab es vorher auch nicht. Es sind sehr viele Sachen in der Richtung, die halt Link to the Past erstmal eingeführt hat. Für mich ist Link to the Past das Spiel, was Zelda wirklich definiert hat. Ja, scheint auf jeden Fall auch so, weil sehr viel übernommen wurde. Zustimmen, das ist so. Das ist so. Also seit es Link to the Past gibt, orientieren sich, glaube ich, alle Zelda-Spiele nur an A Link to the Past. Mehr oder weniger, das ist wirklich so, ja. Ich weiß noch, als ich es damals gespielt habe, also ich hatte es dann auch, wir selber hatten es nicht, auch im Super Nintendo, sondern auch nur meine Cousine und meine anderen Cousins, die hatten das. Und wenn wir da waren, habe ich halt immer nur, ich wollte dann halt Zelda spielen. Ich das so geil fand, da rumzulaufen mit dem Schwert da in der Welt, irgendwas kaputt zu machen und so. Und alleine schon, wenn du die Cartridge in Super NES steckst, du machst an und du hörst Pling und dann siehst du da in 3D das Triforce auf dich zufliegen. Ja? In 1992 hat das deinen Mind komplett geblowt. Weil das ist, boah. Weil du hast halt diese schrottige 2D-Pixel-Grafik. Und am Anfang kommt einfach dieses 3D Triforce, ja. Was sowas von krass ist. Und ich finde, das ist einfach, also das hat mich damals als Kind, hat es mich gekascht, einfach nur, weil es hübsch aussah.
Und geblieben bin ich halt, weil es einfach so unfassbar groß und gut war einfach, ne? Weil du so viel Abwechslung einfach in dieser großen Welt hast, weil du einfach so viel Sachen zu entdecken hast, so viele Sachen zu machen hast, dass du so viele NPCs hast, mit denen du reden kannst. Und einfach auch das erste Mal, dass da so wirklich ansatzweise eine richtige Mythologie halt um die Welt von Zelda halt aufgebaut wurde. Mit Ganondorf kriegst du am Anfang auch diese Beschreibung, wo er herkommt und dass es da Krieg gab und hast du nicht gesehen und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. Und A Link to the Past ist, denke ich, nicht umsonst heute noch von vielen das absolute Lieblings-Zelda und auch das wird als das beste Zelda ever angesehen. Weil eben, wie TT es schon gesagt hat, es einfach komplett Zelda definiert hat. Wenn du jemanden fragst oder wenn dich jemand fragt, der Zelda nicht kennt und der fragt dich, was ist Zelda oder welches Zelda sollte ich spielen, dann sag ich ihm immer A Link to the Past. So, weil dann weiß er alles, was er wissen Ja, muss. das stimmt. Was ja auch cool war, einfach, dass es ja, also ihr habt ja gesagt, das gab es vorher schon mal in Form von Dungeons, diese Ober- und diese Unterwelt, aber du hast ja quasi die ganze Map dann nochmal auf dieser anderen Seite Ja. dann auch noch, das fand ich immer ziemlich, ziemlich cool. Ich mochte die Unterwelt ziemlich gerne. Die ja, glaube ich, auch das Ach, das wahre meintest du Selbst von gerade mit einem gezeigt Unterwelt. hat, Ah, da ne? habe ich das einfach missverstanden. Da habe ich das selbst das missverstanden. Ja. Ich meinte mit Unterwelt meinte ich einfach Ach Dungeons so. generell, weil natürlich, es ist das erste Spiel, was so eine Art, sagt man, Genau. Schattenwelt hat. Schattenwelt Ja. hieß das auch, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also so ein Genau, ja, richtig, ja. Paralleluniversum quasi, wo jeder, glaube ich, auch so Genau, aussieht, so eine wie er Parallelwelt, wirklich ja. ist, weil am Anfang ist man da ein kleines Häschen. Ja, was halt sehr lustig ist, weil er ist ja der Angsthase und Link sollte ja aber eigentlich derjenige mit dem Triforce des Mutes sein. Das ist so, I see what you did there. Das fand ich ziemlich cool. Ne? Und ich glaube, mit am meisten Ja. aufgeregt hat mich echt der Endboss, dieser komische Bouncy-Wurm auf dieser. Genau, wo, wenn man den einmal Moldau, berührt hat, oh ja. Der ne, regt mich auch ist man heute die noch Platte auf, ja. runtergeflogen, konnte direkt nochmal von vorne anfangen. Ja, vor allen Dingen, wenn du in der Mitte runtergefallen bist, hat sich ganz nach unten katapultiert. Ja, das war Hammerscheiße. Aber ja, also es hatte definitiv ein paar Bossgegner, aber ich finde auch gerade, so nervig er auch Ja, war, auf halt auch jeden ein geiles Fall. Konzept, dass wenn du in dem Bosskampf normalerweise drinne bist, dann heißt es jetzt, ja, Auge um Auge, mach das Ding jetzt tot. Aber nö, wenn du da halt verkackst und nicht aufpasst, dann kann es da halt dir auch passieren, dass du da runterfliegst und du den ganzen Weg nochmal nach oben straxeln musst. Ja, das ist Das aber finde ein ich. ziemlich frustrierendes Prinzip. Ja, frustrierend auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich das cool. Das ist einfach sehr Finde ich originell, sage auch. ich jetzt mal. Also ich Das glaube, ich bin stimmt, beim ja. allerersten Mal auch 10 Mal da Ne? hochgelaufen oder so. Boah. Und ich habe mich sehr, sehr aufgeregt. Ich bin ja jemand, der kann beim Spielen so richtig, richtig ausrasten. Ich meine das da nicht ernst, aber mir macht es ja auch so ein bisschen Spaß, muss ich sagen, ne? Aber das war schon eine Geduldsprobe auf jeden Fall. Ja, also ich finde, vielleicht habt ihr vielleicht irgendwie, jetzt außer dass du sagst, der eine Bossgegner war scheiße oder so, habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, oh, das finde ich bei A Link to the Past am geilsten? Gibt es da irgendwas? Die Oberwelt generell, also die normale Hyrule, ist ja für mich immer noch einer der besten Oberwelten in der Zelda-Reihe. Es ist anfangs sehr offen, aber macht halt wirklich Spaß, das zu erkunden, sag ich mal. Ist ja nicht umsonst eine Welt, die Nintendo noch zweimal recycelt hat, tatsächlich. Ja. Einmal halt in Link Between Worlds, später dann. Was übrigens Ja. für mich so ein bisschen das abgelöst hat als das beste Zelda. Meinungssache. Ja, wobei ich Und. sagen muss, also ich verstehe natürlich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, früher mal oder vor einiger Zeit. Aber ich muss sagen, ist es für mich nicht, also A Link Between Worlds, weil A Link Between Worlds ja, obwohl es sehr, 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 sehr gut ist, ja, es das nicht geben würde, wenn es A Link to the Past nicht geben würde. Also Ist Link irgendwo Between richtig, Worlds, ja. ne, baut halt nur auf den guten Sachen auf, die A Link to the Past vorher schon gemacht hat. Deswegen löst es das für mich nicht ab, aber ja, Ja, gut, ist nur eine Seitenbemerkung. Haarspalterei. Dazu kommen wir dann in unserem Podcast später dann. Ja, das ist richtig, richtig, richtig. Ne? Und dann eben auch, das kennen ja die wenigsten, in Japan gab es noch so eine Art Add-on für den Super Nintendo, der sogenannte Broadcast Satellaview. Das war so eine Art, Okay. ihr kennt vielleicht ja das 64DD, das kennt ihr vielleicht oder sowas. Ja, Also, 64 oder Dick Drive, zumindest den ja. Game Boy Player. Das war halt auch sowas, was man unten an die Konsole dran steckt. Also man setzt die Konsole oben drauf. Und mit diesem Okay. Broadcast Satellaview konnte man Satellitendaten empfangen. Da konnte man Spiele quasi Aha. downloaden.
Das waren dann wie so eine Art Broadcast. Wurde dann zu gewissen Zeiten wurde dann Zelda gespielt. Zum Beispiel morgen 17 bis 18 Uhr wird Zelda gespielt. Da gab es halt tatsächlich zwei verschiedene. Was zur Hölle? Da gab es natürlich tatsächlich zwei verschiedene Zelda-Spiele mit die halt so Episoden hatten, die jeweils so eine Stunde liefen. Aber auch mit diesem Broadcast war sogar live Voice Acting mit dabei. Obwohl das zum Beispiel Zelda wurde da ja, synchronisiert und der alte Mann und all sowas in der Art. Da gab es einmal gab es halt ein 16-Bit-Remake des ersten Spiels, was halt so ein bisschen einfacher war, weil man hat ja nur eine Stunde Zeit für alles, für zwei Dungeons. Und dann gab es halt nochmal so eine Art Fortsetzung von A Link to the Past, was halt auch in dieser Lichtwelt spielt. Wo du halt, hast du andere Dungeons gehabt, und aber so eine eigenständige Story. Das spielte während der Zeit von Link's Awakening, das heißt, Link war nicht da. Und du hast halt so eine Art eigenen Avatar gespielt. Du konntest sogar das Geschlecht wählen. Du konntest also sagen, ob du männlich oder weiblich sein wirst. Oho. Oh, und ja, und dann wurde das Spiel so gespielt. Und das, und sehr interessant, war eigentlich extrem seiner Zeit voraus. Weil einmal, wie gesagt, Download, dann Voice Acting, dann eben Geschlecht wählen, also sowas. Eigentlich so Dinge, die jetzt sich jetzt erst bei Zelda vielleicht ergeben, gab es halt damals schon Ende der 90er auf diesem System. Aber nur in Japan. Es gibt aber, es gibt davon Fan-Restaurationen, wo du halt auch selber das heutzutage auf dem Emulator nochmal durchspielen kannst. Kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Auch mit Dingen sind sogar mit Fan-Voice-Acting, mit sogar ein paar bekannter Voice-Actor mitgemacht haben. Das ist ganz cool. Ach, cool, und, das wusste ich echt nicht. Ja, genau. Wie gesagt, da gab es halt dieses Ancient Stone Tablet, nennt sich das. Das war eben auch so eine Art Fortsetzung zu Link to the Past, auch mit dieser Oberwelt. Und das ist eben, zeigt einfach, wie gut diese Oberwelt war. Einfach, Nintendo hat sie, wie gesagt, zweimal wiederverwendet für alles Mögliche. Und es macht immer noch Spaß, die immer zu spielen. Die hat so einen tollen Aufbau, die macht Spaß, die zu erkunden. Es ist von Anfang recht offen, aber man hat trotzdem noch so Areal, wo man erstmal noch nicht hinkommt, wie der Todesberg. Und man kommt auch am Anfang mal sehr viel an viele verschiedene Items ran. Also ein stärkeres Schild findet man da, einen stärkeren Boomerang dort oder die Schwimmflossen. Und das, ja. Ich liebe die Oberwelt von Link to the Past. Ja, die Oberwelt, ich finde, das ist auch das Coolste war auch, oder einfach, ich krieg sofort, wenn ich das originale Overworld-Team vom Super Nintendo höre, wird mir direkt warm ums Herz. Das ist das Zelda-Lied schlechthin, so, finde ich. Und das ist halt einfach, wenn ich das höre, das ist so pure Liebe, pure Kindheit, pures Glück, einfach nur das zu hören. Und das ist ja auch bis heute eigentlich, ja, das Zelda-Team geblieben, ist das Zelda-Team schlechthin. Und auch das ist wahrscheinlich wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, jo, da hat A Link to the Past halt Grundstein für etwas gelegt, was Zelda definiert. Ja, generell so. Viele Musikstücke kamen das erste Mal in A Link to the Past vor, wie Zelda's Theme, also dieses Zelda-Wiegen-Lied aus Ocarina of Time. Gab es ja ursprünglich da. Die Musik von Kakariko, die Hyrule-Schloss-Musik, all sowas. Und einer meiner absoluten Lieblingsmusiken. Auch jetzt in Hyrule Warriors kam sie wieder vor, die Dark World, also die Schattenwelt-Musik. Ja, die habe ich geliebt. Es ist herrlich, es ist fantastisch, ja. Ja, das ist einfach wunderbar. Ich finde, oder auch, wenn wir gerade schon beim Sound sind, auch einfach so viele krasse ikonische Sounds generell im Spiel, wenn du einfach ein Item bist. Da, 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 da. Oder wenn du halt ein Rätsel löst und so weiter, ne? Da, 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 da. Dass das alles. Das da gab's halt ja aber schon im ersten Spiel. Da muss man ja den ersten Spiel anrechnen. Aber ich finde trotzdem, mag an dem Sounddesign oder an dem klaren Ton liegen oder so. Oder ja, hat's ja dann 16-Bit-Sounds, ja. Ja, dann halt 16-Bit-Sounds, das klingt einfach besser und weiß ich nicht, ich habe auch ewig hatte ich auch immer, ich glaube, ich stelle das beim Handy auch wieder ein, mein Klingelton, wenn ich eine Benachrichtigung kriege. Ja, hatte ich auch eine Zeit lang drin, auf jeden Fall. Weil halt immer. Habe ich bei Handy habe ich eher diesen Kompass-Sound aus Link's Awakening. Oh, wie süß. Ja, das ist auch gut. War das nicht auch das erste Mal, dass es so die Zoras und sowas gab? Richtig. Obwohl, nein, die gab es auch im ersten Spiel. Da gab es die erst, aber eben als Gegner. Beziehungsweise in Link to the Past waren sie auch noch Gegner. Ja, in der Link's Awakening. Aber man hat von denen doch die Schuppe bekommen. Das haben sie ja später schwimmen konnte. Ja, die Schwimmflossen hast du bekommen von König Zora. Die haben das auch später irgendwie geretconnt, so ein bisschen, weil sie irgendwie meinten, es gibt die Flusszoras und die Seezoras. Ja, das war dann in Oracle of den Oracle-Spielen, wo es dann so, dass dann diese Unterscheidung gemacht wurde. Genau, weil man sich ja berechtigterweise gegebenenfalls fragt, warum sehen die Zoras in A Link to the Past so aus und in Ocarina of Time und allen anderen Spielen auf einmal so. Ne, weil die halt schon krass anders aussehen. Das finde ich jetzt nicht irgendwie. So. Ja, vor allen Dingen der Hauptpunkt war, dass die Flusszoras aus der Link to the Past,
die sind halt feindlich gesinnt. Die greifen nicht an, während die normalen Zoras, die man so auf Ocarina of Time kennt, die sind ja komplett friedlich. Die gucken nicht aus dem Wasser raus und schießen Feuerbälle auf dich. Ja, richtig. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Warte mal, bei Zoras waren wir gerade. Ich hab's gerade vergessen. Redet erstmal weiter über irgendwas anderes. Vielleicht fällt es mir dann gleich wieder ein. Ich wollte gerade irgendwas sagen noch, weil du gerade. Von den Zoras? Vielleicht die. Ach so. Gab's Goron gab's aber noch nicht, ne? In der Link to the Past. Die wurden mit Ocarina of Time eingeführt. Ja. Und sind seitdem irgendwie so die beliebteste. Ja, irgendwie so die Standardrasse, die. Echt, dabei finde ich die Zoras viel toller. Ja, wir haben noch. Ja, ich finde jetzt nicht die einen toller oder schlechter, aber ich finde es mittlerweile einfach ermüdend, immer wieder Goron zu sehen. Ein bisschen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin dann auch irgendwie pissig, wenn ich dann doch keinen Goron habe. Was ist los bei dir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Teilweise haben sie es ja sehr geschickt gemacht. Wie in Wind Waker fand ich zum Beispiel den Auftritt der Goron super. Also da hat diese Händler gehabt, wo du dann erstmal mit dem Dekoblatt die Mütze vom Kopf blasen musst, um zu sehen, dass sie überhaupt Goron sind. Ja, das war halt mehr wie so ein Easter Egg, ne? Ja, genau. So blink and you miss it, so nach dem Motto. Ja, ist richtig. Was ja auch bei Link to the Past hatten, jetzt weiß ich wieder, was ich meinte, auch wegen diesen Sachen, die immer wieder recycelt werden. Du hast ja im Prinzip, wird ja in Ocarina of Time die erste Hälfte des Spiels auch nur wieder von A Link to the Past recycelt, weil du die drei Amulette sammelst, die du dann zusammenfügen musst, um dann das Masterschwert zu bekommen. Ja, im Prinzip ist so es sagen, genau dasselbe wie bei A Link to the Past, was wir bei Ocarina of Time gemacht haben, ne? Ja, und dann kommst du, da geht's ja noch weiter, dann kommst du in die Schattenwelt, in Anführungsstrichen. In Ocarina of Time war es halt das Hyrule in 7 Jahren. Aber es ist ja auch der Unterschied, ist, wo es ist einfach schlimmer als das, was du vorher kanntest. Ja. Wenn auch nicht so krass wie der Unterschied zu der Schattenwelt in Link to the Past, der sehr grotesk ist teilweise. Das war ja tatsächlich wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Also da hast du ja auch nicht mehr, du hattest ja wirklich auch nur noch ganz grob dasselbe Layout. Bei der Schattenwelt in A Link to the Past. Da waren ja dann trotzdem viele Sachen komplett anders. Ja. So. Ne? Das war schon krasser. Was ich auch überhaupt noch nie verstanden habe, vielleicht weiß das einer von euch. Warum zum Teufel hat Link in A Link to the Past auf allen Artworks blonde Haare und sein In-Game-Sprite hat lilane Haare? War das wirklich, waren das seine Haare, das wieder nicht? Ich dachte, das gehört zur Mütze. Oh mein Gott. Nein, das sind seine Haare tatsächlich. Warum, Alter? Ich verstehe es nicht. Irgendeine technische Erklärung dazu. Ich kann es jetzt gar nicht genau wiedergeben, aber muss man mal googeln. Das wurde von Miyamoto mal erklärt, warum das so ist. Okay. Wie hässlich. Ich habe immer gedacht, das gehört zur Mütze. Das muss ich jetzt Nein, das ist tatsächlich sein Haar. Der hat lilane Haare. Er ist voll der Punk, Alter. Cooler Dude, auf jeden Fall. Ich google das jetzt. Why does Link has pink hair? Oh, tatsächlich finde ich hier direkt einen Link. Cause Anime? Ne, das ist ein Bullshit. Huh. Das scheint keine Erklärung zu geben. Das hat hier anscheinend, was er sagt, ich sehe das hier, das scheint was mit der Limitierung der Farbpalette zu tun zu haben. Ja, genau. Ne, dass sie sagen, wenn du die und die Farben drin hast, musst du andere Farben, du kannst zwar eine gewisse Anzahl von Farben gleichzeitig auf einem Bildschirm darstellen, musst dann aber, um Platz zu machen, halt andere Farben rausschmeißen. Und anscheinend haben sie sich dazu entschlossen, dass die Haarfarbe von denen nicht so wichtig ist. Die Haarfarbe des Hauptcharakters, Alter, sind die eigentlich bescheuert? Ja, aber ich glaube, wenn du dir zum Beispiel mal einen Screenshot anguckst, von einem Dungeon zum Beispiel, dann hast du in der Link to the Past fast immer dass die Wände und so weiter sind immer so grünlich und die meisten Gegner auch und der Boden ist immer lila. Und dann hast du ab und zu mal so ein bisschen was Orangemäßiges und das war's. Das sind eigentlich die meisten Also Farben, ist der Boden eigentlich auch so gefärbt wie Links Haare? Das kann sein, dass das in einer Farbpalette mit drin ist und dass sie deswegen gesagt haben, die müssen das mit reinnehmen. Das ist aber auch nur eine Spekulation von mir. So. Ja. Aber. Okay, wir werden es nie erfahren. Mit Sicherheit. Aber ja, okay, das hat mich damals schon abgefuckt und mich verwirrt. Das einfach nie gerafft, das ist viel trauriger. Das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Bleib doch einfach bei den Glauben, das ist seine Mütze. Ja, ich dachte halt so, wisst ihr, so der Rand. Ja, das so.
irgendwie so ein bisschen Style die Mütze bringen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wie bei dem Hauptcharakter von Pokémon Rubin und Saphir. Der wurde, wo ich auch jahrelang dachte, als Kind, dass der weiße Haare hat, dass der ein schwarzes Stürmer mit weißen Haaren hat. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, fast 10 Jahre später rausgefunden, nee, das ist tatsächlich seine dumme Mütze. Der hat einfach nur so eine komische Mütze auf und das sind gar nicht seine Haare. Und ich dachte, what? Aber ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall, was in der Link-to-the-Past auch wiedergekommen ist, was ein, wenn nicht sogar das wiederkehrendste Thema schlechthin ist, ist Ganondorf, oder beziehungsweise hier auch nur Ganon, weil Ganondorf gab es erst bei Ocarina of Time. Er wurde aber zumindest erwähnt schon zu der Zeit, dass er früher quasi Ganondorf hieß, also noch ein Dieb war. Ja, ja, das stimmt. Aber du hast ihn ja direkt in-game so gesehen. Nee, aber es wurde zumindest schon mal in der Backstory wohl das alles erwähnt, was dann Ocarina of Time dann verwirklicht wurde. Ja, also das finde ich halt auch gerade so gut daran, weil du hast halt, wie gesagt, im Prinzip die Grundzüge für die gesamte Zelda-Story hast du halt in A Link to the Past, wenn du so willst. Weil da ist das erste Zelda schon mehr oder weniger hinfällig oder brauchst du halt nicht oder ist nicht notwendig, weil das bisschen, was du da an Story bekommst, wird dir in A Link to the Past sowieso nochmal neu erzählt. Und also im Prinzip brauchst du das erste Zelda für die Story halt nicht. Das reicht halt eigentlich, wenn du A Link to the Past hast. Und ich glaube deswegen, weil das auch so kompakt ist und auch den Grundstein für so vieles gelegt hat, haben die sich daran noch immer wieder sehr stark orientiert. Weil im Prinzip baut jedes moderne Zelda nur noch auf A Link to the Past auf, würde ich fast sagen. Nicht nur dadurch, dass die viele Elemente übernehmen, sondern auch generell von dem Story auf, von der Story an sich, auch von der jetzt nicht mal die, ich sag jetzt mal, die historische Geschichte innerhalb des Spiels, das meine ich mal gar nicht, sondern auch einfach, wie der Storyverlauf innerhalb des Spiels ist. Der Rhythmus des Musters. Da hast du das und das Dungeon, jetzt gehst du da hin. Jetzt machst du das und das und jetzt gehst du da hin und so weiter. Das ist irgendwie immer alles sehr stark an diese Past orientiert, finde ich. Ja, und davon wollen sie ja jetzt wieder wegkommen mit Breath of the Wild, was ich auch ganz erfrischend finde. Ja, sie haben sich natürlich irgendwie so ein bisschen verrannt, ne? Die schlimmsten Beispiele sind auf jeden Fall definitiv Twilight Princess und Skyward Sword, was das angeht. Och, ich freue mich schon auf unseren Podcast, wo wir darüber reden, weil wir da ja sehr gegensätzliche Meinungen haben. Es wird ein Battle, ey. Ich kann schon mal spoilern. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Pummi liebt Twilight Princess, ich hasse Twilight Princess und sie hasst Skyward Sword und ich liebe Skyward Sword tatsächlich. Ich finde beide Spiele irgendwo schlecht. Von daher, ich ordne mich dann in der Mitte ein. Also. Ich kann natürlich auch das konstruktiv kritisieren, ne? Also jetzt nicht so, dass das fehlerfrei wäre alles, aber da kommen wir ja noch zu. Ja, da kommen wir noch zu. Ja, mein Gott, ey, es gibt so viele geile Sachen bei A Link to the Past, aber wenn man darüber jetzt reden soll, dann fällt mir jetzt im Prinzip auch gar nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Was ich noch sagen kann, so krasse Momente, ich fand halt, wie gesagt, also erstmal am Anfang, dass du da hinkommst und du siehst dieses 3D-Triforce, das war, boah, krass. Ne? Das dann ist bei dir so in Erinnerung gewesen, das habe ich nie so wahrgenommen als was Besonderes. Doch, das war einfach nur so eine komische, das war eine 3D-Animation. Auch die Musik dazu war so dramatisch. Aber gut, bei mir... Ja. Denkst dir so, wow, okay, ich weiß ganz genau, hier geht jetzt krasser Shit ab. So irgendwie, weiß ich nicht. Nein, und ich fand es auch, was ich auch krass fand, auch generell, dass du bist da am Schlafen und du musst in der Nacht in den dunklen Regen rausrennen. Und nein, das ist ja sehr simpel gehaltene Grafik, aber trotzdem hat mich das als Kind irgendwie so getriggert. Ja, ich fand das so gut und auch dann bist du da im Dunkeln und musst da durch den Regen laufen. Das sieht alles irgendwie total in der simplen Grafik total hübsch aus und dann bist du da im Schloss und dann findest du die Laterne und dann hast du nur deinen Laternenschein und musst dich da im Dunkeln zurechtfinden und so weiter. Alles eigentlich total simpel und unschuldig gemacht, aber damals war das für mich als Kind, als ich das halt das erste Mal gespielt habe, war das so, wow, voll bedrohlich alles hier und ein bisschen gruselig und so, oh shit, das ist jetzt hier. Ja, also ich finde, wenn man Zelda das erste Mal spielt, das ist wirklich so, dass das tatsächlich das pure Abenteuer für mich gewesen, einfach. Ne? Alles, was du da machst, und dann du musst dich da zurechtfinden in der Welt, du musst da dich mit den Dorfbewohnern irgendwie unterhalten, um da neue Informationen bekommen, dann musst du aus den Informationen, die du erhältst, dir deinen weiteren Weg zusammenpuzzeln oder bahnen und wenn du überhaupt nicht zurechtkommst, gehst du halt zu einer scheiß Wahrsagerin, die dir aber auch meistens auch nur Scheiß erzählt, die dir nicht weiterbringt. Ich weiß auch nicht, warum es die überhaupt gab. Also mir hat die Wahrsagerin, glaube ich, einmal geholfen, ich kann aber nicht mehr sagen, wann es war, aber sonst nicht.
glaube ich. TT, wie war das bei dir? Ich habe da jetzt gar nicht bei so, also meinst du jetzt generell in Leave of Past oder meinst du die Wahrsagerin? Die Wahrsagerin in Link to the Past mit ihrer komischen Musik. Ach so, die habe ich, glaube gar nicht benutzt. Ich habe eher so Link's Awakening, den Ulrira habe ich da benutzt. Das war auch mein erstes Zelda-Spiel, deswegen war ich dann noch ein bisschen mehr von Hilfe abhängig. Aber Link to the Past kam bei mir relativ spät im Vergleich, weil zu meiner Kindheitszeit damals hatte keiner von meinen Freunden Super Nintendo, ich selber auch nicht. Da bin ich erstmal gar nicht in das Spiel reingekommen. Das ging dann erst so mit den Game Boy Advance-Zeiten los, wo es ja dann auch eine Neuauflage von dem Spiel gab für Game Boy Advance. Ja. Wo ich dann wirklich mich da an das Spiel rangekommen bin und es auch mal selber durchspielen konnte. Ach so, okay. Und ich muss mal sagen, ich hab mir das selber ein bisschen zu sehr gehypt, vielleicht das Spiel. Man hat ja schon vorher dann Ocarina of Time noch durchgespielt. Und ich kannte Link to the Past nur so von den Club Nintendo her, von so Bildern, und man hat sich so ausgemalt, wie toll, und so, es sah immer sehr hübsch aus. Hatte eine sehr, sehr hübsche 2D-Grafik, muss man ja dazu sagen. Ja. Das ist mir immer so auch in Erinnerung geblieben, wie ich diese Bilder angeguckt habe von sich Link im Sumpfgebiet und so, wie die Säulen da aussehen, alles total toll. Und aber als ich dann tatsächlich mal gespielt habe, war es vielleicht auch ein bisschen ernüchternd für mich. Also ich ist auf jeden Fall eines der besten Zelda-Spiele, die es gibt, aber ich habe da nicht ganz so extrem die Nostalgiebrille auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja gut, klar. Wenn das, ich mein, Problem, wenn ich sehe auch an der Schwächen des Spiels auf jeden Fall dann die Schattenwelthälfte, dass du eigentlich nur noch von Dungeon zu Dungeon rennst. Das stimmt. Ohne, das stimmt. Dass da irgendwie dazwischen großartig was ist. Das ist so ein bisschen. Ja, aber ich finde tatsächlich, das trägt zu der Stimmung bei. Ja, du hättest da irgendwie noch total viele NPCs oder sowas reinklatschen können in der Schattenwelt, aber ich finde das gerade gut, weil deswegen ist es halt die Schattenwelt. Du willst ja, die Schattenwelt ist ja das, was Hyrule blüht, wenn du Ganon nicht aufhältst und wenn er da wirklich wieder an die Macht kommt, weil dann wird er das genauso verderben und wird da hier der Herrscher sein und so weiter und so fort. Und da finde ich es eigentlich gut, oder ich fände es wäre kontraproduktiv für die Stimmung, wenn du da halt trotzdem irgendwie Leute hättest, die da ihrem normalen Leben nachgehen und da kannst du mit dem NPC sprechen und das so. Das habe ich ja jetzt gar nicht so, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass du jetzt irgendwelche fröhlichen Kinder hast, die du da im Ball zurückbringen musst. Und nein, aber um hier einfach ein bisschen mehr zu tun, vielleicht auch als jetzt. Gibt ja relativ wenig Sidequests in dem Spiel, muss man dazu sagen. Ich bin halt gerade bei Zelda nicht so einer, so, der sehr gerne Sidequests macht. Und also ich, obwohl, man muss ja dazu sagen, es hat ja die Herzteile eingeführt, die gab es ja vorher nicht. Diese, oh ja, diese 24 Stück waren es damals, die man so sammeln konnte. Das war ja zumindest schon mal was. Aber im Vergleich natürlich zu späteren Zelda-Spielen ist relativ wenig, was du tun kannst zwischen den Dungeons. Und man ist eigentlich dann fast nur so ein krasser Dungeon-Crawler. Und die Dungeons sind gerade im 2D-Bereich so die besten in der Reihe, muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Die sind halt, ja, für mich so genau den richtigen Schwierigkeitsgrad. Die sind schön knackig, aber die werden jetzt nicht irgendwie so frustrierend wie in den ersten beiden Spielen. Aber auf jeden Fall nicht so einfach wie in den späteren Spielen. Das ist also für mich der Hauptkritikpunkt an The Link Between Worlds war dann, dass es im Vergleich die Dungeons viel zu einfach waren. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich glaube, ich musste auch bei A Link Between Worlds Der Vergleich lässt sich hier auch einfach nur ziehen, weil, wie gesagt, das ist hier einfach nur, wenn du so willst, eine Verbesserung, warmer Aufguss von der Link to the Past. War bei Link Between Worlds, glaube ich, auch nur eine Stelle, wo ich echt dann gesagt habe, boah, ich habe jetzt mir keinen Bock mehr. Oder genau, bei Link Between Worlds war es, glaube ich, so, dass ich die zweite Rüstung nicht gefunden hatte. Und ich stand halt vor dem Endgegner und dachte mir, Moment. Das ist doch irgendwie falsch. Also wenn sie es wirklich so machen wie bei Link to the Past, dann müsste ich doch jetzt eigentlich noch eine andere Farbe kriegen, so, ne? Dann musste ich tatsächlich nochmal googeln, dann habe ich die echt in dem einen Dungeon übersehen. Das war aber halt doch das Einzige. Ansonsten bin ich da schnurstracks ohne große Anstrengung komplett durchgerannt. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, also es war halt nicht immer so. Ich finde, Zelda ist halt über die Jahre immer einfacher geworden, leider. Da würde man jetzt vielleicht sagen können oder argumentieren können, ja, du hast halt mehr Erfahrung als Spieler, du bist auch älter geworden, du bist ja kein dummes Kind mehr, so nach dem Motto. Aber ich habe auch letztens habe ich wieder angefangen, auf dem 3DS Link's Awakening zu spielen. Und da gibt es trotzdem ein, zwei Rätsel, wo ich echt nicht drauf gekommen bin, wo ich mir echt die Zähne dran ausgebissen habe. Wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was musst du jetzt hier machen? Ne? Was dann für mich so im Endeffekt die Bestätigung dafür ist, dass das halt tatsächlich einfacher geworden ist und nicht, nicht in erster Linie an mir selber liegt. Es ist irgendwo beides, finde ich. Einmal hast du die Erfahrung natürlich gesammelt. Du kennst halt die vielen Rätselprinzipien aus Zelda und auch du bist auch als Spieler irgendwo gewachsen, bist viel reaktionsfähiger und all das.
weshalb die Spiele auch einfacher werden, aber die sind natürlich auch von Schwierigkeitsgrad heruntergegangen. Wobei ich sagen muss, bei Link Between Worlds ist es für mich noch so ein bisschen hochgegangen. Ich fand da auch einige Rätsel, wie zum Beispiel auch was, das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der roten Rüstung, die, wo ich gesagt habe, das war gut gemacht, da habe ich eine Weile gebraucht, um darauf zu kommen. Aber ja, einige Spiele wie sich Spirit Tracks, oh, hat auch gute Rätsel teilweise. Es ist halt, aber sie sind schon wesentlich einfacher geworden, die 19. Das finde ich auch. Ja. Und wenn ich natürlich heute Links Awakening durchspiele, ich spiele es ja jedes Jahr einmal durch, das ist für mich so eine Tradition. Da renne ich da auch durch, ohne nachzudenken. Einfach, weil das, ja, du kennst es dann ja auch wirklich auswendig schon. Das ist ja, wenn es aber im Vergleich zu Link to the Past ist es immer auch wesentlich einfacher geworden. Ist eigentlich schon, das war schon so die Stelle, wo Zelda wesentlich einfacher wurde mit Link's Awakening. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, findest du tatsächlich? Ja. Doch, schon irgendwo. Weil die hängt ja schon mit der Limitierung zusammen, weil gerade der Game Boy konnte nicht so viele Gegner gleichzeitig darstellen. Ja, gut, okay, wenn du davon ausgehst, von Kampfgeschehen vielleicht her. Ja, die okay, Rätsel wurden auf jeden Fall teilweise knackiger. Also Link's Awakening hat aber sehr gute Rätsel, das muss man sagen. Aber so gerade so vom Kämpferischen her und allem war das Spiel nicht so schwer. Nee, das stimmt. Aber ich da fand auch, glaube ich, eigentlich Zelda noch nie vom Kämpferischen jetzt so super schwierig, bis auf die ersten beiden, oder? Ich auch nicht. Also das ist auch nicht so, dass bei Zelda, was halt bei Zelda anspruchsvoll ist für mich, ist, oder immer anspruchsvoll in Anführungszeichen war, dass du halt diese große Welt hast, in der du dich zurechtfinden musst und dass du halt die Rätsel lösen musst. Aber nicht jetzt wirklich das Kämpfen. Das Kämpfen, das hat Spaß gemacht und das gehört halt auch mit dazu. Aber ich würde halt Zelda nie über seine Kämpfe beschreiben. Ich würde Zelda halt immer über die Dungeons und über die Rätsel beschreiben und nicht über die Kämpfe. Ja, teilweise sind die Kämpfe ja selber Rätsel. Gerade bei einem Bossgegner ist ja. Ja, eben, das genau. Um rauszufinden, wie kriege ich den jetzt hier überhaupt, wie komme ich jetzt dem ans Leder hier? Er hat ein riesiges Auge, was machst du? Ich greife seinen Hintern an, weil das die logische Wahl ist. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Ich frage lieber meinen Begleiter. Ja, okay, das ist schon etwas einfacher geworden mit der Zeit, da habt ihr auf jeden Fall recht. Aber ich würde noch nicht sagen, dass das bei Link's Awakening jetzt unbedingt so war. Wenn wir jetzt sowieso schon bei Link's Awakening das hier ansprechen, wollen wir direkt vielleicht dazu übergehen? Oder ja, eigentlich schon. Haben wir ja jetzt schon quasi, nicht? Also wir können ja direkt weitermachen. Ne? Was ich dazu sagen, nimmt sich auch anders wahr. Link's Awakening war mein erstes Zelda-Spiel. Und damals war ich 11 Jahre alt ungefähr. Also noch relativ spät im Vergleich zu anderen Leuten, die da. Wann kam das raus, Link's Awakening? 93 raus, ja. Und ich hab's mit 93. Ich hab 97 habe ich es gespielt. Und okay. Für mich hat das damals, ich habe da mindestens 3 Monate gebraucht, bis ich das durch hatte. Also einfach ganz andere Erfahrung war. Und ich bin da so oft hängen geblieben auf den Stellen. Aber es hat immer Spaß gemacht. Ich war immer motiviert weiterzumachen. Aber es hat eine Weile gedauert. Das musst du irgendwo lernen, dieses Spielprinzip. Und also fürs Erste war es so knifflig genug, aber wenn ich es heute nochmal durchspiele, ist natürlich, ja, Pipifax. Wenn du es jedes Jahr einmal spielst, könnte ich jetzt neben dem Podcast. Ja, dann ist es da logisch. Dass es ist aber auch ein relativ kurzes Spiel. Es ermöglicht mir das überhaupt, das so oft jedes Jahr einmal durchzuspielen. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Es ist halt ein sehr kleines. Und zwar, warum sollte man überhaupt diesen Windfisch wecken? Das weiß ich einfach nicht mehr. Ja. Meinst du es von der Story her oder was? Einfach vergessen. Meinst du? Das ist eine sehr philosophische Frage, die du jetzt so ansprichst, die eigentlich das ganze Spiel ausmacht. Ich weiß nicht, ob wir das schon so vorwegnehmen wollen, nicht? Ja, weil, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der den Podcast hört, die Zelda-Teile kennt oder sich auf Spoiler gefasst macht, weil sonst, wenn nicht, hat die Person ein Pech, wenn sie sich einen Zelda-Podcast anhört und dann nicht mit Spoilern rechnet. Also, grundsätzlich sind ja die Albträume irgendwo auch die Bösen in dem Spiel und die sich da manifestiert haben, dieser Traumwelt von den Kokolint auf Deutsch. Ja, und das Ziel ist natürlich, dass irgendwo diesen Traum zu beenden, den Albträumen ihre Daseinsbasis zu nehmen. Gleichzeitig kann man sich auch sagen, okay. Also du bist ja, was heißt, warum sollst du dir wünschen? Und für dich selber, du bist natürlich nach Hyrule zurück. Das wäre dein Hauptziel. Du bist ja nur da auf der Insel, weil das ja ein Traum von dem Windfisch ist. Und wenn du den Windfisch nicht aufweist. Ach so, man kann nicht von der Insel sonst wegkommen. Weil der Windfisch dann ja am Pennen ist. Nee, ich weiß. Nee, die Insel, die gibt's eigentlich gar nicht. Die ist nur ein Traum von dem Windfisch. Aber eigentlich ist es ja auch voll schade, um alle Leute da. Das ist gleich das Erste, was dir eigentlich im Spiel gesagt wird. Ja, eben, das ist ja die große philosophische Frage, die das Spiel eben auch ausmacht, weil durch diesen Zug
den Windfisch aufzuwecken, verschwinden halt auch die ganzen Leute von Kokoland. Der Marin, ja. Aber die Marin ist ja die eine Ausnahme, die ja am Ende des Spiels dann auch als Möbel weiter existiert. Ja. Wenn man es ohne zu sterben durchspielt, als Möbel in der echten Welt. Die hat sich, war ja ihr Wunsch an den Windfisch, war ja, dass sie als Möbel die Welt bereisen kannst. Und wenn du das Spiel halt ohne zu sterben durchspielst, siehst du halt, wie halt Marin als Möbel da über dem Bildschirm schwebt. Ja, das heißt, du kannst sie retten, alle anderen nicht. Ja, aber alle anderen verschwinden. Was halt auch voll böse und dark ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? Du löscht dann die gesamte Insel aus, nur weil du Spacken wieder weg willst, so. Boah. Right in the childhood, Alter. Krass, dass diese ganze scheiß Insel nur der Traum von dem Windfisch ist. Das ist voll mies. Ja. Ja, aber wenn wir beim Windfisch sind, ich liebe ja, und weil wir ja vorhin noch bei Sound waren, ich liebe abgöttisch das Team von dem Windfisch. Achso, die Ballade des Windfisch, ja. Ja, das ist wundervoll, einfach, finde ich. Das ist richtig gut. Ich freue mich auch tatsächlich, ich habe mir jetzt erst, weil es im Amazon-Sale war, Hyrule Warriors Legends geholt. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt Marien da in dem Spiel und es ist ja gut umgesetzt. Ja, und da freue ich mich dann drauf, dass ich mir die dann noch holen kann, dass ich dann mit der noch spielen kann. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich muss erstmal wieder. Das ist, kann man eigentlich die Speicherstände von der Wii U-Version auf die 3D-Version? Kannst du nicht, ne? Ja. Das ist so behindert. Ja, naja, du hast aber alles am anderen. Die haben das alles besser gelöst. Also, aber musst du ja dann sehen. Ja. Ich habe beide Spiele durchgespielt komplett und hab's nicht bereut. Ich weiß, du hast es exzessiv hier gespielt. Ich habe es ja gesehen auf deinem Blog, dass du ja auch jedes fucking Herzteil, jede fucking Skulptulla geholt hast. Natürlich. Alles Mögliche. Bei Zilla spiele ich immer auf 100%. Also, da hätte ich halt Hammer keinen Bock drauf, weißt du so. Ich bin halt zwar auch so jemand, der dann sagt, ja, wenn es Sachen gibt, die noch irgendwie für die Story wichtig sind oder die mir noch neue Möglichkeiten im Spiel gebe, wenn ich sie mache, wie zum Beispiel eine besondere Waffe oder sowas, dann mache ich das auch unbedingt, dann muss ich das machen. Aber sowas wie die Skulpturas sammeln, damit ich dann an irgendeinem Bildschirm mir so ein Bild angucken kann. Ja, die Bilder geben mir auch eine Mission, eine neue, die so spezielle, mit vielleicht einer eigenen Story, muss man dazu sagen. Ach echt, tatsächlich? Ja, ja. Die geben dir eine eigene Story? Das ist so, das heißt eine eigene Story, du hast da so gewisse Dialoge und Sequenzen, die normalerweise im Spiel nicht vorkommen. Ah, und die hast du halt nur in diesen speziellen Missionen, die du über die Skulpturas freischaltest. Du hast immer gerade das, was du auf diesem Skulptura-Bild siehst, wird dann eben als Mission umgesetzt. Und das kann teilweise ganz nett sein. Ah, okay, cool. Wusste ich noch nicht. Naja, gut. Aber jedenfalls, weil du vorhin gesagt hast, du findest, dass das Link's Awakening auf dem Gameboy irgendwie einfacher geworden ist. Also ich muss sagen, jetzt als ich es letztens wieder gespielt habe, habe ich mir einen abgebrochen, weil ich nicht in das vierte Dungeon reinkam. Ich fand das überhaupt nicht leicht. Also ich musste mir wieder noch echt einen Guide suchen. Ich sag, das kann doch nicht sein. Warum? Ich habe diesen Scheißschlüssel, weil ich keine Flossen habe, übers Wasser nicht rüberkam, wüsste nicht, wie ich da hinkomme einfach. Durch logisches Nachdenken kommt man ja eigentlich schon drauf. Zumal du ja eigentlich schon mal dort gewesen sein müsstest. Ja, so, aber das war dann auch wieder so lang her, dass ich das gespielt hatte halt zuletzt, dass ich da mich nicht mehr dran erinnern konnte. Und dann habe ich da echt dann abgeguckt, kann nicht wahr sein, wie kam ich da noch mal rein und so weiter. Ne? Also, und es gab auch es gab ist ja der Wasserfall weg und dann ist ja eigentlich eine Überlegung, vielleicht kann man ja von oben runterspringen. Ja, ist ja richtig, aber ich war halt irgendwie auf dem Trichter, dass ich ja wusste, dass du später die Möglichkeit hast, mit den Schwimmflossen und so weiter durchs Wasser zu schwimmen. Und ich war dann so auf dem Trichter, ey, du musst jetzt die Schwimmflossen haben, weil sonst kommst du da ja nicht rüber. Ja. Und ich hatte das halt komplett vergessen. Und hab halt die ganze Zeit, bis ich überhaupt gecheckt habe, dass du die zu einem Zeitpunkt halt noch gar nicht haben kannst. Ne? Hat dann halt aber erstmal ein bisschen gebraucht. Aber ich finde auch, es gibt ein bestimmtes Rätsel, ich weiß gar nicht, in welchem Dungeon das war oder ob das überhaupt ein Dungeon war und nicht vielleicht einfach nur so ein kleiner Raum oder so. Aber es gibt irgendwo, was? Mein Mikro ist gegangen. Okay, ja. Pumi sagt gerade, ihr Mikro ist gegangen. Also wahrscheinlich hat ihr Mikro eine Fehlfunktion. Vielleicht kriegt die es von alleine wieder hin. Wir machen erstmal weiter. Es gab auf jeden Fall irgendeinen Raum, da gehst du rein und du kriegst doch, glaube ich, keinen richtigen Hinweis darauf, was du machen sollst. Und dann musstest du, glaube ich, einen Krug nehmen und den Krug gegen die Tür werfen. Und nur dann ist die Tür aufgegangen. Ja, yeah, das war so ein bisschen random. Hat auch eine Schatztruhe, die nur aufging, wenn du einen Code dagegen gehauen hast. Ansonsten ging die nicht auf. Ja, also da weiß ich noch, die haben ja später diese Deluxe-Version rausgebracht für den Game of Color.
Und da haben sie dann diese Steintafeln, die es in Dungeons gibt, wo immer so ein Hinweis pro Dungeon war, den du auch, das war wirklich so eine Art, das musstest du dir teilweise holen, um überhaupt weiterzukommen, weil die Rätsel so kryptisch waren, dass du ohne diesen Hinweis die Rätsel gar nicht lösen konntest. Beste Beispiel ist das zweite Dungeon, die Djinn-Grotte, wo du halt drei Gegner hast und die musst du in einer gewissen Reihenfolge töten, um einen Boss-Schlüssel zu erhalten. Also hier sieht was. Erst den eingesperrten Hasen und zum Schluss den Skelettritter. Das war so diese Aussage. Ja. Und darauf muss man erstmal kommen, da brauchst du halt diese Steintafel. In der Deluxe-Version haben sie es dann so gemacht, die haben diese Steintafel durch Eulenstatuen ersetzt und hast einen Schnabel. Und hast an jeder Stelle hast du eine Eulenstatue mit einem anderen Hinweis, um einfach diese ganzen komischen Rätsel, auf die du vielleicht gar nicht gekommen bist, und nochmal diese Sache, schmeißt du auch einfach mal einen Krug gegen die Tür. Das haben die eben sozusagen beschrieben. Okay. Ja, das fand ich, also wie gesagt, Ich meine, das finde ich gerade nicht einfach so, weil das sind ja halt, wie du sagst, komplett random irgendwelche Dinger, wo du keinen Hinweis bekommst. Das ist ja nicht so wie, keine Ahnung, ich bin in Rock Arena of Time, ich betrete einen Raum, da sind vier Geister mit unterschiedlichen Farben und der Geist fliegt da lang und der Geist fliegt da lang. Das wird mir extra nochmal gezeigt mit der Kamera. Da bist du ja mit der Nase draufgestoßen, was du machen sollst. Yeah. Ne? Also das hast du da ja halt null. Deswegen finde ich halt Link's Awakening überhaupt, also voll nicht einfach. Also, was heißt voll nicht einfach? Also, ich finde nicht, dass es einfacher geworden ist im Vergleich zu anderen Spielen. Also, ich fand es auch nicht. Finde ich einfach. Nicht. Wie gesagt, von den Rätseln her, also, ich glaube, von den Rätseln her, habe ich ja schon gesagt, ist es auf jeden Fall um einiges schwieriger, vielleicht als die modernen Zelda-Spiele. Ja. Beziehungsweise hat wirklich ein paar sehr kryptische und knackige Rätsel. Das finde ich auch gut. Ich habe halt da auch eher so aufs Gesamte, gerade so vom Gesamten her, finde ich das Spiel jetzt nicht so schwierig. Gut, wenn du sagst, hast nicht rausgefunden, wie man ins vierte Level reinkommt, das war vielleicht eine eigene Blödheit an der Stelle. Ja. Aber normalerweise ist es jetzt nicht so schwer, da den Weg zu finden. Nee, und auch die Kämpfe im Spiel sind relativ, gerade im Vergleich zu Link to the Past, dann doch wesentlich einfacher geworden. Ja. Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, wo du dich dran zurückerinnerst, bei Link's Awakening, wo du sagst, das war besonders cool oder das war besonders scheiße oder so? Gibt es da noch irgendwas? Besonders cool, jede einzelne Stelle im Spiel. ich liebe es, es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Zelda-Spiele. Das war ja mein erstes. Das erste Zelda-Spiel, das bleibt immer irgendwo. Ja, das prägt dich, das ist klar. Genau, das prägt dich. Und von daher, es ist auch so ein sehr außergewöhnliches Zelda, ich meine, in vielerlei Hinsicht. Schon allein diese ganzen komischen Mario-Referenzen, die sie reingepackt haben. Tatsächlich muss ich sagen, das kotzt mich ein bisschen bei dem Spiel an, weil ich finde, das reißt dich so ein bisschen aus der Mythologie raus. Also das ist mein persönliches Ich finde, es hat einfach einen eigenen Humor. Ich meine, du kannst ja durchaus lernen, das ist eine Traumwelt gewesen. Und genau, deswegen ist es dann auch subtil, also legitim, finde ich. Aber hat einen recht speziellen Humor. Aber besonders die deutsche Originalfassung mit der Übersetzung von... Wie ohne Kondom? ja, genau, die Übersetzung von Claude M. Morris, die ja sehr besonders war. Da gab es einige nette Stellen. Die haben sie dann leider in der Deluxe-Fassung dann zensiert, aber. Ja, könnte man vielleicht nochmal erklären für diejenigen, die es nicht wissen. Wenn man das Zauberpuder hat und man das auf einen bestimmten. Ich weiß gar nicht, ist das, glaube ich, nur ein bestimmter. Diese Elektroschleime, diese Plops. Nee, das geht bei allen. Du kannst halt draufschauen und dann kannst du mit denen reden. Und dann hast halt. Normalerweise geben die halt super unwichtige Hinweise. Da hat sich der Claudio Meister, beziehungsweise der hatte damals, der hat das ja aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt, ohne Japanisch zu können. Das ist so die Story dahinter. Die haben ihn halt so grob auf Englisch erklärt, worum es geht. Und er musste sich dann selbstständig alles ausfinden. Da hat man auch die Übersetzung sehr komisch, wie Teufelswiller. Oder, keine Ahnung, also das ist eine sehr freie Übersetzung. Da hat er sich teilweise ein bisschen Spaß gemacht, wie halt mit diesem nie ohne Kondom. Der Look ist, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Und dann der nächste Satz ist dann nie ohne Kondom. Das ist so diese Schleime. Zu dir sagen, einfach weil die halt aussehen wie so Penisse, diese Dinger. Ja. Das hat man alles in der Deluxe-Version wieder geändert. Und es gab noch andere Stellen. Du hattest zum Beispiel die Meerjungfrau, die hat dann ihren Bikini-Oberteil gesucht. Da konntest du halt vor der abtauchen und dann ist sie halt weggeschwommen, wie Perversling, weißt du, so nach dem Motto, ja, hör auf damit. Oder wenn ihr. Dann hat sie eine Schuppe angeboten und taucht Link erstmal ab und meint sie so ganz, ich hab gesagt, eine Schuppe. Da hat so ein bisschen die Andeutung, als hätte sie eher so in die Brust gefasst oder sonst irgendwas. So. Das war alles so ein bisschen schmierig an der Stelle. Das haben sie dann auch in der Deluxe-Version geändert, um es ein bisschen kinderfreundlicher zu machen. Da hat sie dann ihre Perlenkette verloren. Das ist alles ganz unschuldig. Ah, okay. Ja. Also das waren so diese Stellen, wo man erstmal so sagt, heute nochmal Link's Awakening spielt. Vielleicht ist jemand, der andere Zelda-Spiele schon kennt. Du spielst auf einmal Link's Awakening, vielleicht die Originalfassung, und denkst dir vielleicht so, what the fuck, was sind das für komische Situationen? Ich meine, du gehst ja mit einem Kettenhund Gassi, der die Gegner auffrisst, und es ist ein sehr kurioses, buntes, lustiges, humorvolles Spiel. Mir gefällt das aber auch irgendwo.
Das stimmt natürlich. Also ja, auf jeden Fall ist es, auf jeden Fall ist es, ja, auch wegen den ganzen Mario-Sachen und so weiter, halt ein Zelda, was so ein bisschen aus der Norm des normalen Zelda halt so, ja, rausbricht, sag ich jetzt mal. Und wie gesagt, damals hat mich das halt, als ich das, wie du selber schon sagst, wenn du das zum ersten Mal spielst und du kennst halt andere Seiten, denkst du auch so, what the fuck, was ist das denn jetzt, ne? Hat mich das so ein bisschen rausgerissen, dachte, hä, das ist irgendwie doof, weil... Ja, das erste Zelda-Spiel in Nippen das gar nicht so war, aber es war einfach Zelda ja. zu der Zeit, weißt du? Das war dann halt ja, einfach hat Zelda, mich nicht gestört, genau. dass du so eine Yoshi-Puppe hast, oder... Ja, ja, aber mich hätte dann... Yoshi-Pusche. Ich wusste halt schon als Kind so von wegen, ja, es kann ja gar nicht sein, dass da Mario ist und so, das ist ja doof jetzt, ne? Aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich kannte vorher nur Mario-Spiele und mich hat es so gefreut, dass so die Referenzen drin sind. Ich fand das cool. Ja, ja, klar. Und ich meine, gut, die Kettenhunde hast du ja auch in Link to the Past schon gehabt. Und ganz so ist es nicht. Das stimmt. Also den Kettenhund, den hast du schon in Link to the Past. Aber du hast ja auch zum Teil mal mittlerweile in Mario-Spielen hast du ja auch den einen oder anderen Zelda-Gegner. Du hast ja jetzt in Mario, ich glaube in 3D World, hast du ja auch Octoroks drin gehabt. Oder glaub, ja, also was Galaxy. Ich weiß nicht, ob das ja offiziell dann Octoroks sind. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die heißen tatsächlich Octoroks. Ich glaube, das sind die wirklich. Also, die machen das. Okay. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es war so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, dass sie sich da von dem einen und dem anderen mal bedienen, ist ja okay. Nur damals fand ich das halt blöd. Aber als ich dann halt auch verstanden habe, dass wie das dann zusammenhängt, dass es ja ein Traum ist, deswegen war es dann ja auch okay. Wobei man ja auch sagen muss, du hast ja auch sowas in Ocarina of Time, da kannst du ja auch irgendwie durch das eine Fenster gucken und dann siehst du da ja auch ein Bild von Mario, glaube ich, ne? Ja. Das Schlosshof. Ja auch, genau, bei Zelda. Und ja. Na gut, wie gesagt, was mich da besonders bei Link's Awakening abgekotzt hat, war halt, dass ich den Eingang nicht gefunden habe zu dem Dungeon. Wie gesagt, selber eigene Dummheit. Ja. Und ansonsten, ja, die Ballade von Windfisch finde ich super. Und ich finde jetzt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also ich wusste es schon, aber trotzdem jetzt, wenn ich mal noch drüber nachdenke, ja, wegen dem Ende stark, halt, ne? Alter. Ne? Wenn du, ja, wenn du da die ganze Welt auslöscht, boah, das ist voll nicht nett. Eigentlich. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte das ja, ach ja, stimmt, auch das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich hatte halt, wie gesagt, damals A Link to the Past. Und ich habe das als Kind dann immer so gespielt, habe das aber gar nicht, ich habe das meistens mit meinen Brüdern oder so mal dann gespielt und habe das selber gar nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, weil es eigentlich auch für mich als 5- oder 6-Jährige noch eigentlich zu anspruchsvoll war. Wollte dann immer, aber trotzdem, ich fand Zelda mal toll, wollte immer Zelda haben. Und dann für einen Gameboy gab es dann irgendwie auf dem Flohmarkt, habe ich dann von einem anderen Kind abgekauft, von meinem gesamten Taschengeld, von meinen letzten 15 Mark, die ich mir irgendwie zusammengekratzt hatte, hatte ich mir dann... Also auch voll günstig eigentlich, hatte ich mir Link's Awakening halt gekauft. Und da war das Cover schon so ein bisschen ab vorne. Deswegen war es, glaube ich, auch so günstig. Und da war mir egal. Und dann hatte ich halt Link's Awakening und habe mich da halt, ja, durchgewuselt und so weiter und so fort. Und die Sachen habe ich ja gerade schon erklärt. Und dann wurde mir tatsächlich auf einem Schulausflug mein Link's Awakening geklaut. Und zwar dann weg. Es wurde mir gestohlen von irgendeinem Bastardkind. Und dann hatte ich es ganz lange nicht mehr und war extrem verstört und habe mir das jetzt halt erst wieder für die Virtual Console auf dem 3DS geholt. Ich weiß gar nicht, haben sie die nochmal neu bearbeitet und zensiert? Weil es ist definitiv nee, nicht die DX-Version. Es ist, wie gesagt, die Deluxe-Version, die ja schon zensiert war, damals auch auf dem Game of Color. Die kam 99 raus. Aber die haben nochmal so ein paar Namen abgeändert. Zum Beispiel hieß dieser Kettenhund, hieß ja original im Struppi. Vermutlich als Anspielung auf Tim und Struppi. Oh, dann haben sie jetzt in Komet umgeändert. Und okay. Und die Gaia Valley heißt jetzt Trantrudi in der Virtual Console-Fassung, weil auch Gaia Valley irgendwo eine Referenz war auf irgendwas. Okay. Das haben sie noch geändert, ansonsten ist es dasselbe wie die Game Boy Color-Fassung damals, die aber, wie gesagt, schon extrem zensiert war. Ich habe es ja damals so gemacht, ich hatte erst die normale Game Boy-Fassung, dann hatte ich mir ein Game Boy Color geholt und wollte mir halt auch die Deluxe-Fassung dazu kaufen, weil also das Gewissen ist, das zweimal dasselbe Spiel zu haben. Macht man nicht, da habe ich einen Kumpel leicht das Original verkauft. Hat man dann von dem Geld sozusagen mit die Deluxe-Fassung leisten können. Und da habe ich mich also total geärgert, dass halt so solche Sachen geändert wurden. Weißt du, wie das mit dem Bikini-Oberteil oder diese Kondomwitze und so. Da fand ich erstmal blöd, dass sie das rausgenommen haben. Weißt du? Und später habe ich mir dann nochmal die Originalfassung gekauft, einfach weil ich sie noch. Vor allem bei der Grafik macht er jetzt im Bikini-Oberteil auch nichts, oder? Also. Nee, aber man muss auch sagen, dass ich fand die monochrome Version umso hübscher. Ich fand, die Einfärbung war so, okay, das hat so ein, haben sie im Nachhinein gemacht, das haut teilweise nicht so toll aus.
Ich fand das umso stimmiger, als das Spiel noch schwarz-weiß war. Beziehungsweise grün, grün, hell, dunkelgrün, hellgrün. Naja, nicht jede Game Boy Color-Überarbeitung ist, glaube ich, gut. Aber ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es schlecht aussieht in Farbe, aber mag deine persönliche Präferenz sein, weil es auch dein erstes Zelda war. Ja, vermutlich. Ne? Es wirkte halt auf dem Original Game Boy mit der Optik wesentlich düsterer. Für mich war es halt auch immer ein bisschen ein, zu gewissen Grad eben diese ganze Story war auch ein bisschen düster. Und ich fand da gerade die Dungeons und so, habe ich mir eben auch entsprechend düster vorgestellt. Und man hat ja auch diese Artworks damals gehabt aus dem Nintendo, wo halt so Link durch so ganz dunkle Gemächer da rennt. Und hat sich das so visualisiert auch alles im Kopf. Und dann hast du dieses Knallbunte, die du hast, auf einmal solche rosanen Wände in den Dungeons, das hat einfach nicht gepasst. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ging mir also nicht genauso, aber ähnlich, wobei sie es da ja auch zensiert haben. Aber haben wir dann im nächsten Podcast die Ocarina of Time zur 3DS-Version. Da gibt es auch so viele Sachen, die mich so ankotzen. Weil sie da ja zum Beispiel den Schattentempel zensiert haben. Und also wie kann man nur? Naja, haben nicht wirklich. Ja, du hast beim Schattentempel hast du definitiv, Alter. Du hast da, das Blut fehlt und so weiter. Das Blut ist doch noch da. Es ist halt nur, es ist halt dunkler, eingetrocknet, ein bisschen realistischer. Ja, das ist. Ich meine, man muss auf N64 sah es ja was aus, jetzt der frische Blutspritzer. Ja, aber so muss das sein. Ja, also dass du da in dem. So muss das halt sein, wenn du in einen Horror-Ding ins Bumster gehst. Sonst wird da gerade frisch jemand gefoltert worden. Ja, das ist ja halt. Ja, aber wo sind die Leute, die frisch gefoltert worden? Ja, da sind überall Zombies drin und Monster. Nein, die sind schon lange tot, deswegen macht es Sinn. Diese komischen Ritter, die auf dich zukommen, die nur Skelette sind. Ja, genau, zum Beispiel. Okay, macht's. Nein, aber Sinn. Das ist ja jetzt aber auch nicht Thema von dem Podcast. Das machen wir dann im nächsten. Ansonsten habt ihr Sachen, die, wo ihr sagen würdet, boah, Link's Awakening, das ist so krass. Pummi hat noch gar nicht so viel zu Link's Awakening gesagt. Ja, also wie gesagt, ich fand das generell cool mit dem Windfisch und so weiter. Ich fand's auch cool, dass der eigentlich irgendwie so ein fliegender Wal war. Das war sehr lustig. Und ich fand's cool, dass man springen konnte. Man konnte springen, tatsächlich. Wenn man so ein... Genau. Naja, wenn du das Item hattest. Ja, Greifenfeder hattest. Ja. Gut, ich meine, Zelda 2 konntest du auch springen. Wenn du das magst, dann viel Spaß. Aber... Ja, bei Zelda 2 gefällt mir einfach dieses Ganze, dieses von der Seite schon irgendwie nicht. Aber... Das habe ich gar nicht erwähnt bei Zelda 2. Das war eine der fiesesten Sachen, dass du nur einen Abgrund reinfährst. Dann ist erstmal, verlierst du direkt ein Leben. Wie bei Mario quasi. Während ich bei Link's Awakening, wenn du einen Abgrund fällst, dann nimmst du meistens nur so ein halbes Herz Schaden oder so. Bei späteren Zelda-Spielen nimmst du teilweise gar keinen Schaden, aber damals war halt wirklich, du bist tot, weißt du. Fall gar nicht in den Abgrund rein. Dann hast du immer noch Gegner, die dich dann so richtig reinschubsen, die dann so angeflogen kommen, wenn du mitten im Sprung musst du getroffen, fällst nach hinten, dann tot. Ja. Das hat man schon ein bisschen aufgelockert dann in späteren Zelda-Spielen. Wie eben Link's Awakening mit der Greifenfeder, wesentlich angenehmer, da umzuspringen. Ja, das stimmt. Nachdem die hattest, war das einfach. Ich finde das auch schön. Was ich auch gut fand, ist, dass du, bei Link's Awakening war das ja mehr oder weniger das erste Zelda, wo du dann auch wirklich dann das Schwert auch mal abrüsten konntest, ne? Nee, das kannst du am ersten Zelda konntest du das auch. Aber du konntest auf jeden Fall die Gegenstände sinnvoll miteinander kombinieren. Ja, genau. Um andere Sachen zum erreichen. Eine der coolsten. Greifenfeder und Pegasusstiefel zum Beispiel, dass du halt über weitere Abgründe springen kannst. Mein absoluter Lieblingskombo, Pfeilen und Bomben für Bombenpfeile. Das ist so eine Zerstörungskraft. Man hat ja auch zum Beispiel, kann man sich auch einige gute Abkürzungen im letzten Dungeon damit schaffen. Übrigens ist ein schönes Thema, die Dungeons in Link's Awakening, alle ja sehr nicht linear, sehr, sehr freier Aufbau, aber man sehr viele Möglichkeiten hat, die durchzuspielen. Zum Beispiel im letzten Dungeon habe ich es geschafft, den mal durchzuspielen. Nicht mal die Hälfte der Räume habe ich betreten. Und habe es trotz, ich glaube nur 40% maximal, die ich da, also das geht. Hat sehr viele optionale Bereiche und sehr viele verschiedene Wege. Während das Spiel selber natürlich recht linear geworden ist im Vergleich zu Link to the Past und den Vorgängern, ist es doch, doch eine klare Reihenfolge von Level 1, 2, 3, 4. Also, das, weil man auch meistens immer, das war das erste Mal wirklich so, dass immer den Gegenstand, den du im alten Dungeon findest, für den nächsten Dungeon benötigst, überhaupt da reinzukommen. Das ist, hat sich da ein bisschen in diesem Spiel etabliert, was ja in späteren Zelda-Spielen immer so gang und gäbe ist, dieses sehr lineare. Aber zumindest die Dungeons selber sind sehr interessanter Aufbau. Macht Spaß, die nochmal durchzuspielen.
Die auf jeden Fall, du spielst es jedes Jahr anscheinend. Ja, klar, ich versuche ja immer ein bisschen Variation reinzubringen und das geht halt bei den Dungeons ja recht gut. Ja. Meine absoluten Lieblingsdungeon ist ja hier der 7. Level, die Adlerfestung mit diesen 4 Säulen. Das ist ja ein sehr, das muss man ja erwähnen, einfach mal in diesem Podcast. Wenn man über Links Awakening spricht, muss man dieses Rätsel erwähnen, weil es einfach so gut durchdacht ist. Ja, willst du es nochmal erklären vielleicht? Ja, genau. Man hat da einen Turm und der Bossgegner ist auf der Spitze des Turms, aber es gibt normalerweise keinen Weg, um in dieses obere Geschoss zu kommen. Man hat dafür im 2. Geschoss 4 Säulen, die man erstmal einreißen muss, damit das obere Geschoss nach unten kracht und betretbar ist. Und das ist halt so das Konzept des Dungeons. Da hat man eine große Eisenkugel, die man gegen diese Säulen werfen muss. Und man muss, das Rätsel besteht darin, die Eisenkugel erstmal zu diesen 4 Säulen zu bringen, was teilweise gar nicht so einfach ist. Ja, das ist tatsächlich überhaupt gar nicht mal so einfach. Ich glaube, da habe ich damals auch jedenfalls ein paar Anläufe gebraucht damals. Also sicherlich einer der schwersten Rätsel in der Reihe, würde ich behaupten. Ja, also von daher, das war echt nicht ohne, ne? Ich würde mir auch einfach wünschen, dass Zelda einfach auch, gerade das mit den Dungeons, dass das schwieriger wird, ne? Weil gerade diese Sachen sind es meistens, die dich bei Zelda halt aufhalten, weil du drüber nachdenken musst, um zu überlegen, wie finde ich das jetzt raus? So, und nicht, weil du sagst, der Gegner ist so schwer, ich habe den Bossgegner nicht geschafft, ja, ist doch nicht, ist mir bei Zelda. Ja, das ist ein Nintendo, das Problem, die so. Mentalität, dass sie halt sehr viel Handholding machen, sehr viel einfacher machen, weil sie halt Angst haben, dass die Leute keine Geduld mehr haben. Damals war es halt so, in den 90ern, du hast halt nur das eine Spiel gehabt. Da gab es halt, für mich gab es Links Awakening zu Weihnachten, das nächste Spiel gab es dann vielleicht frühestens zum Geburtstag. Das hat dann ein halbes Jahr nichts anderes zum Zocken außer das Spiel. Das hat aber auch gereicht, weil die waren halt so schwer, dass du damit ewig beschäftigt warst. Und wenn heutzutage, du hast halt so eine große Auswahl an Spielen, du hast auch gar, wenn du halt irgendwo nicht weiterkommst, dann legen die Leute das halt weg. Aber keine Motivation mehr, spielen was anderes. Und dann hat Nintendo immer so ein bisschen die große Angst, die Spiele nicht zu schwer zu machen und irgendwelche Hilfestellungen immer noch einzubauen. Muss aber meines Erachtens gar nicht sein. Gerade bei so Titeln wie Zelda, wo man sich einfach sagt, das will ich durchspielen. Das ist Zelda, weißt du. Da kann man auch mal das ein bisschen schwieriger machen. Ich meine, man sieht es ja bei Dark Souls. Wir haben ja heute über Dark Souls gesprochen. Das ist ja auch, was trotzdem sehr gut ankommt. Eben weil es so schwer ist, ist eine Herausforderung. Von daher finde ich, dass Nintendo sich hier auch mehr trauen sollte. Ein bisschen weniger Angst haben, dass die Leute jetzt dann sagen, ich spiele jetzt was anderes. Ja, denke ich auch. Also die sollten das definitiv machen. Vielleicht machen sie es ja auch mit, Breath of the Wild. Dass es einfach wieder ein bisschen zackiger wird, irgendwie von den Rätseln her. Ja, generell. Und auch von den Kämpfen her. Ja, das auch von den Kämpfen her. Wenn ein Rätsel nur einmal gelöst hat, dann ist, wie es beim nächsten Durchspielen ist, uninteressant. Außer du hast wirklich komplexe Rätsel, wie vielleicht auch das Beispiel mit den 4 Säulen. Wo du sagst, okay, da macht es Spaß, normal das durchzuspielen, das normal durchzurätseln. Aber im größten Teil sind halt die Rätsel relativ plump. Und irgendwo ist dann bloß so, das arbeitet man ab. Während halt der interessante Teil ist dann eher so dieses, in welcher Reihenfolge mache ich die Sachen? Und natürlich die Kämpfe, wenn die halt ein bisschen schwieriger sind. Das macht für mich so ein bisschen eher den Ligaspielwert aus, weniger die Rätsel. Ja, das ist auch das, weil das dann ja auch einfach, ja, ich sag mal, ein Rätsel, weißt du ganz genau den Ablauf, den du machen musst. Und es gibt eigentlich keinen großen Weg, wie du das falsch machen kannst, wenn du dich richtig daran erinnerst. Ja. Aber bei Kämpfen halt, das ist ja dynamisch. Du kannst ja trotzdem, wenn es schwer genug ist, verkacken und dann halt sterben. Das ist ja halt, wie du sagst. Oder du machst es ja schwerer, wenn dir viele Zelda-Fans machen, spielen es halt bloß mit 3 Herzen das Spiel nochmal durch. Genau, du musst einfach sagen, ich lass die Herzcontainer liegen. Ne? Richtig. Und sammel die nicht auf. Ne? Ja, das gibt's ja auch. Wobei ich das wieder, also ich meine, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man sich das selber machen kann, aber das widerstrebt mir so ein bisschen, weil ich immer denke. Ja, mir auch. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin einer, der gerne Sidequests spielt. Ich versuche immer alles so früh wie möglich zu finden. Die ganzen Herzteile, sobald ich die haben kann, hole ich die mir. Und deswegen. Ja, bei mir ist es gar nicht wegen dem Sammelaspekt, sondern einfach nur, weil ich mir denke, so, der Entwickler oder Nintendo hat sich gedacht, so ist das Pacing und so sollst du das spielen und das ist das, was wir in die Hand geben. Und wenn ich das nicht einsammle, dann verstümmel ich ja eigentlich mehr oder weniger das eigentliche Gameplay oder den eigentlichen Pfad, den ich gehen soll. Also warum soll ich mir selber das Spiel kaputt spielen, weil die nicht in der Lage sind, mir ein anspruchsvolles Spiel zu geben? So, weißt du, das ist so, warum? So, keine Ahnung, das widerstrebt mir einfach. Ich finde das nicht gut. Ne? Keine Ahnung, also irgendwie ist es nicht so meins. Deswegen, ich halte da nicht viel von. Ich möchte einfach, ich verstehe nicht, warum sie nicht sagen,
von Anfang an von jedem Zelda-Teil, dass du sagst, leicht und schwieriger Schwierigkeitsgrad, beim schwierigen Schwierigkeitsgrad, das ist genau dasselbe Spiel von mir aus, aber die Gegner machen einfach doppelt so viel Schaden. Punkt. Das ist ja wie so. Der Heldenmodus, den du ja schon hast. Ja, warum geben sie dir nicht bei jedem Zelda von Anfang an einen Heldenmodus und gut ist? Warum muss ich das Spiel erst einmal... Ja, das verstehe ich auch nicht. Gut, jetzt bei Twilight Princess HD haben sie es ja so... So. Bei Twilight Princess HD haben sie es ja so tatsächlich so gemacht. Da kannst du von Anfang an einen Heldenmodus bei spielen. Oder bei Wind Waker HD. Das sind die beiden Beispiele. Ja. Da geht das. Von daher, ja. Ich finde es ein bisschen plump. Für mich ist halt der Schwierigkeitsgrad nicht nur, wie viel Schaden du nimmst, sondern eben auch, der Schwierigkeitsgrad in Zelda macht viele Aspekte aus. Eben auch die Rätsel sind so ein Aspekt. Weshalb, wie gesagt, für mich, für einen guten, schwierigen Schwierigkeitsgrad braucht es halt einen richtigen Second Quest, einen richtigen Master Quest. Ja, wobei ich sagen muss, die meisten Leute werden ja sagen, gut, ich habe das jetzt einmal durch und dann lege ich es wieder beiseite. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute werden nicht sagen, jo, ich habe das Spiel jetzt durch und ich kann es jetzt nochmal durchspielen. Boah, geil, ich spiele es sofort nochmal durch. Ich meine, ja, gibt bestimmt ein paar Leute, die das machen und habe ich bei ein, zwei Spielen auch schon gemacht. Aber in der Regel bist du dann, glaube ich, erstmal froh, dass du das eine Ding jetzt fertig hast und willst es nicht nochmal direkt sofort spielen. Ich glaube, deswegen macht Nintendo das auch nicht, weil die auch wissen, dass der prozentuale Anteil der Leute, die das Spiel gespielt haben und die dann sich auch sofort wieder an eine Masterquest oder so versuchen, ist wahrscheinlich im Verhältnis so gering, dass sie sagen, das lohnt sich gar nicht, sowas erst zu machen. Was schade ist, klar, weil sie es dadurch nicht anbieten, aber ich meine, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Ja, außer man kann halt sofort die schwierigste Schwierigkeitsstufe auswählen, weil ich kenne echt viele Leute, die direkt sagen, ey, nö, ich spiele immer direkt auf dem höchsten, weil das macht mir am meisten Spaß. Ja. Ja. Ich spiele auch jedes Kingdom Hearts zum Beispiel, ich spiele auch immer auf Profi, weil ich ganz genau weiß, dass normal, nö, ist mir zu einfach. So. Mach ich ja auch, ne? Von daher, ja. Gut. Wollt ihr noch etwas zu einem der vier Zelda-Teile sagen, über die wir jetzt heute hier gesprochen haben? Also Legend of Zelda, Adventure of Link, Link to the Past und Link's Awakening? Eigentlich nicht. Okay. TT, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich kann nur sagen, wenn ihr sie nicht gespielt habt, holt es nach. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, du hast mich jetzt auch wirklich ein bisschen angefixt auf Zelda 2. Ich habe da jetzt wirklich echt Bock. Ja, viel Spaß. kannst du nächstes Mal ja dann berichten, wie es gelaufen ist. Ja, also ich hatte eigentlich auch so in meinem jugendlichen Leichtsinn die Idee, bevor Breath of the Wild rauskommt, spielst du nochmal alle Zelda-Teile durch. Ich mache das ja tatsächlich. Aber ich habe das schon, Ende letzten Jahres damit angefangen. Ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt. Und schreib darüber übrigens in meinem Blog, also wer da so, wo ich so ein bisschen die Erfahrungen damit teile, wie es ist, die Spiele nochmal durchzuspielen. Also ich verlinke definitiv deinen Blog unter in die Videobeschreibung. Packe ich auf jeden Fall mit rein. Danke. Jeder, der daran interessiert ist, der sollte da mal vorbeischauen. Ne? Und ich denke, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut und würde sagen, damit schließen wir den ersten Podcast. Im nächsten Podcast, der wird dann auch, glaube ich, deutlich interessanter und auch deutlich emotionaler. Das kann ich schon versprechen. Weil es dann nämlich losgeht mit dem N64-Teil mit Ocarina of Time, mit Majora's Mask. Und ich glaube, mal gucken wir mal, wie wir mit der Zeit hinkommen. Aber gegebenenfalls machen wir dann auch noch Oracle of Ages und Oracle of Seasons mit dazu. Und ich kann noch nicht genau sagen, wann wir das nächste Mal den Podcast machen. Aber auf jeden Fall ist unser Ziel eigentlich, alle Zelda-Teile durchzuknallen, bis wir dann im März sind und Breath of the Wild wirklich rauskommt, damit wir das abschließen können. Und mal sehen, ob wir es schaffen, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Sollte machbar sein, ja gut. Dann, wenn ihr euch den Podcast jetzt die ganze Zeit angehört habt, dann erstmal vielen Dank. Hoffentlich hat er euch gefallen. Uns wird es alle drei natürlich auch brennend interessieren, was ihr so von Zelda haltet. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von Zelda haltet. Oder auch gerade, natürlich werde ich das Ding hier auch wieder im Pirate Board posten, dann haut es natürlich ins Pirate Board. Da können wir ja auch immer wunderbar miteinander diskutieren. Was haltet ihr von Zelda? Was sind eure besonderen Erinnerungen an die Teile? Gerade jetzt an die vier Spiele, die wir gerade hatten. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass ihr auch beim nächsten Podcast wieder reinhört. Und bis dahin würde ich sagen, Dankeschön und tschö mit Ö! Wollt ihr auch Tschüss sagen? Ihr beide? Das ist sonst echt unmöglich. Hast du schon gut gemacht. Okay. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Thank you.